Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute Abend hier im Pantheon in Muttenz begrüßen zu dürfen zum EBL-Event Elektromobilität. Ich begrüße gleichzeitig auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Telebasel, die die ganze Veranstaltung in diesem Jahr von A bis Z von zu Hause aus via Livestream verfolgen können. Ich hatte im Vorfeld dieser Veranstaltung Gelegenheit, selber ein Elektroauto zum ersten Mal Probe zu fahren. Und ich muss Ihnen sagen, ich war schon beeindruckt. Ich war beeindruckt vom Fahrgefühl und ich war noch viel beeindruckter von der Beschleunigung, die ein solches Elektroauto hat. Aber wissen Sie was? Wenn ich ein Auto habe, dann will ich vor allem eines. Ich will am Ziel ankommen. Und zwar im Alltag und in den Ferien. Und dann stelle ich mir vor, dass ich im Sommer mit einem Elektroauto unterwegs bin, meine Kinder im Auto, wir fahren Richtung Süden, es ist heiß, die Kinder schreien. Sie kennen das sicher. Es wird immer heißer, ich stelle die Klimaanlage höher und plötzlich ist der Strom auf Null. Wir bleiben stehen, so auf Höhe Mailand vielleicht. Es ist glühend heiß, die Kinder schreien. Stromtankstellen sind keine in Sicht. Ich weiß, das ist nur ein Vorurteil. Das ist das berühmte, die berühmte Reichweitenangst, die alle erfasst, die eben kein Elektroauto selber besitzen. Aber ist es wirklich ein Vorurteil? Ist die Technik wirklich schon so weit fortgeschritten, dass ich im Alltag und in den Ferien mich voll auf ein Elektroauto verlassen kann? Sind die Batterien wirklich schon so leistungsfähig? Und gibt es wirklich schon ein genügend dichtes Netz an Stromtankstellen? Und apropos ökologisches Gewissen, es wäre ja gut, ein Elektroauto zu haben, nicht nur fürs Image, sondern auch fürs ökologische Gewissen. Aber wie ökologisch ist denn der Strom, den ich tanken würde? Wie sicher kann ich sein, dass ich wirklich ökologischer unterwegs wäre mit einem Elektroauto und nicht zum Beispiel Kohlestrom aus Norddeutschland tanken würde, wenn ich mein Auto aufladen würde? Ich bin sehr gespannt, was mit meinen und vielleicht auch mit Ihren Vorurteilen heute Abend an dieser Veranstaltung geschieht. Ob sie bestätigt werden oder doch widerlegt? Ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, dass Sie heute Abend viele neue zusätzliche Fakten erhalten werden zur Elektromobilität. Und das von ausgewiesenen Experten aus dem In- und Ausland, aus der Forschung und aus der Praxis. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, begrüßt Sie jetzt aber der Regierungspräsident vom Kanton Basel-Landschaft, Isaac Räber, gefolgt dann vom CEO der EBL, Urs Steiner. I have a dream, sagte Martin Luther King am 28. August 1963 in seiner berühmten Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington. Werter Urs Steiner, Geschäftsleiter der EBL, geschätzte Verwaltungsräte der EBL, geschätzte Anwesende. Ich gebe es vorweg zu, auch ich bin mit dem Tesla hierher gekommen. Und ja, auch ich habe einen Traum, meine Damen und Herren, ohne mich selbstverständlich auf dieselbe Stufe wie Martin Luther King stellen zu wollen. Und ich hoffe, viele von Ihnen haben diesen Traum auch. Ich stelle mir vor, in Basel Beach stehen mehrheitlich Häuser, die energetisch autark sind, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie funktionieren, ohne auf den mittlerweile gewohnten Komfort zu verzichten. Und nachdem das Auto ja quasi zum Existenzminimum gehört heute, steht vor diesen Häusern wohl auch ein Auto. Das Auto ist nicht nur dort parkiert, es wird dort aufgetankt, denn das Haus ist auch Tankstelle für das Elektroauto. Ja, ich gebe es zu, dieser Traum ist jetzt nicht so wahnsinnig visionär, denn energieautarke Häuser sind jetzt schon möglich
und Elektroautos gibt es auch schon. Aber häufig bleiben solche Visionen und Vorstellungen nur halbherzig umgesetzt. Es kommt eben auch hier und in diesem Fall darauf an, was drum herum ist. Es kommt darauf an, beispielsweise, woher der Strom, den wir verbrauchen wollen, kommt. Früher hat es einmal den eher scherzhaften Slogan gegeben: Ich brauche kein Atomkraftwerk, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Heute ist diese Aussage in ihrem Kern immer noch aktuell. Wenn der Strom zum Beispiel aus einem deutschen Braunkohlekraftwerk stammt, können wir noch so sauber herumfahren. Es ist doch in dieser Hinsicht eben nicht wirklich nachhaltig. I have a dream, meine Damen und Herren. Mein Traum sieht so aus, dass aus den Steckdosen irgendwann nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen fließt, sei das selber produzierter oder von einem Energieproduzenten. Es wird noch eine Weile dauern, bis das wirklich im großen Stile der Fall sein wird, das bin ich mir bewusst. Ich bin ja Realist und nicht Utopist. Vor diesem Hintergrund bedauere ich, das darf ich so sagen, die derart wuchtige Ablehnung der Energiesteuer vom letzten Wochenende. Denn ich kann die Ablehnung ja durchaus verstehen und nachvollziehen. Sie hat auch gute Gründe. Diese Vorlage war in Teilen unausgegoren. Sie war wohl auch viel zu früh. Sie war mit vielen Unsicherheiten und Fehlern behaftet. Was aber nichts daran ändert, dass die Denkrichtung im Grundsatz eigentlich nicht wirklich die falsche war. Beim Kanton haben wir bereits 2013 vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. Darüber freue ich mich, denn damit gehen wir unter anderem auch mit gutem Beispiel schon einmal voran. Und so völlig abwegig ist mein Traum dann eben doch auch nicht. Das zeigt auch die Elektromobilitätsstudie zur Ladeinfrastruktur in der Region Basel vom letzten Herbst, an der sich auch das Baselbiet beteiligt hat. Bis im Jahr 2030 soll nach dieser Studie es hier in unserer Region bis zu 37.000 Elektromobile geben. Das würde ungefähr 18% eines Gesamtfahrzeugbestandes entsprechen. Für das Baselbiet würde das bedeuten einen Verbrauch von ungefähr 47 Gigawattstunden. Das sind ungefähr 2,4% des aktuellen Stromverbrauchs. Aufgrund der eher ländlichen Strukturen wird es gemäß dieser Studie auf der Landschaft wohl auch viele Heimladestationen geben, bis zu 34.000 nach dieser Studie. Sie sehen also, die Zukunft ist nicht mehr so weit weg. Mein Traum nimmt auch schon ein bisschen Konturen an. Das sieht man auch, wenn man draußen schaut, was für Fahrzeuge dort stehen. Ich denke, die Energieproduzenten sind weiterhin gefordert, mit attraktiven Angeboten und Bezugsmodellen die Energiewende im Kleinen voranzutreiben. Die Elektromobilitätsstudie ist da sicher ein geeigneter Ansporn und eine gute Grundlage. Denn ich bin persönlich überzeugt, dass an einem Umdenken oder wie immer man die Energiewende eben nennen will, kein Weg vorbeiführt, wenn wir unsere Verantwortung für die kommenden Generationen wahrnehmen wollen. This is my dream, meine Damen und Herren. Ich bin natürlich sehr gespannt, was der heutige Abend im Hinblick darauf bringt. Vielen Dank. Danke. Danke, Herr Regierungsratspräsident Isaac Reber, geschätzte Anwesende, in Abwesenheit unseres Verwaltungsratspräsidenten Reinhold Job begrüße ich Sie recht herzlich zum E-Bell-Event Elektromobilität zurück oder in die Zukunft, noch mit Fragezeichen. Ich bin sicher, nach der Veranstaltung können wir das Fragezeichen streichen. Reinhold Job hat eine Hüftoperation, er schaut Tele Basel zu, lässt euch alle recht herzlich grüßen und wir wünschen ihm gute Besserung. Wir waren überwältigt, als wir die Anmeldungen gesehen haben. Über 700 Teilnehmer haben sich angemeldet. Und das ist doch ein Zeichen, irgendetwas passiert mit der Elektromobilität. Der Verkehr in der Schweiz ist heute für rund ein Drittel des Energieverbrauchs verantwortlich und erzeugt ebenso viel CO2-Emissionen.
Die EBEL nimmt seit bald 3 Jahrzehnten eine Pionierrolle in der Energieeffizienz und in den erneuerbaren Energien ein, ohne allerdings die konventionelle Energie zu verachten, und will jetzt auch beim 3. Drittel des Energieverbrauchs, dem Verkehr, eine regionale Pionierrolle einnehmen. Will der Bundesrat seine CO2-Ziele bis 2020 erfüllen, so müssen bis ins Jahr 2020 über 700.000 Elektromobile auf unserem Straßennetz verkehren. Für unsere Region bedeutet dies gegen 20.000 Elektrofahrzeuge. Die EBEL will sich analog unserem 1000-Jetzt-Programm, wo wir das mit Photovoltaikanlagen, thermischen Anlagen, mit neutraler Beratung, Elektrofahrzeugerlebnistouren und Anlässen in unseren Gemeinden, wollen wir uns verantwortlich zeichnen, dass bis ins Jahr 2020 gegen 10.000 Elektroautos im Baselbiet fahren werden. Damit die Elektroautos geladen werden können, will die EBEL bis ins Jahr 2018, das ist ihr Jubiläum, das 120-jährige Jubiläum. In jeder Gemeinde wollen wir bis 2018 zusammen mit den Gemeindebehörden eine Elektroauto-Ladestelle installieren. Wenn sich die EBEL etwas in den Kopf setzt, setzt sie es auch um. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren alles daran setzen, dass auch Sie den Schritt vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor wagen werden. Was ich mir bezüglich Elektromobilität in den Kopf gesetzt habe, verrate ich Ihnen am Schluss der Veranstaltung. Wir sind sehr stolz, dass wir als strategischen Partner die Basel-Landschaftliche Kantonalbank gewinnen konnten. Als exklusiven Versicherungspartner konnten wir die Schweizerische Mobiliarversicherungsgesellschaft gewinnen. Und als Technologiepartner konnten wir Garage Hollenstein mit dem BMW und die Garage Keigel mit dem Renault und Nissan gewinnen. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Partner bei uns haben für die kommenden Jahre. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den hochspannenden Referaten und dann beim Apero einen regen Gedankenaustausch. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Diesen im Nachhinein betrachtet eher weniger weisen Ausspruch hat vor etwa 100 Jahren der deutsche Kaiser Wilhelm II. Ausgesprochen. Heute würde der Kaiser vielleicht sagen: Ich glaube an das Automobil mit Verbrennungsmotor. Das Elektroautomobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ob er wieder im Unrecht wäre? Eine erste Antwort auf diese Frage erhalten Sie nun von einem renommierten Mobilitätsforscher aus Deutschland, nämlich von Florian Rothfuss. Er ist Leiter der Abteilung Elektromobilität, der Abteilung Mobilität, muss ich sagen, am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Herzlichen Dank. Ja, der Kaiser von Deutschland bin ich nicht und ich bin auch sicherlich nicht derjenige, der sagt, dass das Elektrofahrzeug keine Zukunft hat. Ich möchte den Bogen aber zunächst etwas breiter spannen. Das Fahrzeug steht heute in einem Spannungsfeld. Im Spannungsfeld zwischen den Kundenbedürfnissen auf der einen Seite und den Ansprüchen der Stadt auf der anderen Seite. Und während die Automobilindustrie in den letzten 120, 130 Jahren extrem gute Arbeit geleistet hat, die Ansprüche des Kunden sehr gut zu befriedigen, ist die Integration in die Stadt noch nicht wirklich gut gelungen. Und wenn wir uns anschauen, dass heute über die globale, auf globaler Sicht gesehen, rund 50% der Menschen in Städten leben, es täglich mehr werden, dann ist leicht nachvollziehbar, dass die Studien, die sagen, dass bis 2050 sich der urbane Verkehr verdreifachen wird, recht haben könnten. Und wenn diese Studien recht haben, dann ist, glaube ich, auch leicht nachzuvollziehen, dass wir mit dem heutigen Mobilitätssystem, so wie wir es kennen, diese Verdreifachung nicht leisten können. Ich will es Ihnen an einigen Zahlen verdeutlichen. Kommen wir zum Thema Emissionen. Emissionen, die von den heutigen verbrennungsmotorischen Fahrzeugen verursacht werden. Sehr viel in der Presse ist die CO2-Emission. Rund 23% der Emissionen global gesehen werden durch den motorisierten Individualverkehr verursacht. Viel schlimmer in der Stadt sind allerdings die Emissionen wie NOx, SOx oder Feinstaub. Das sind die Emissionen, die wirklich wehtun, die unser Leben kurzfristig beeinträchtigen.
Und diverse Studien haben hochgerechnet, das ist immer eine Hochrechnung natürlich, dass in Deutschland rund 10.000 Menschen sterben, weil wir eben diese Emissionen in den Städten haben durch vom Pkw verursachte Emissionen. Parkplatzsuche, wer kennt dieses Thema nicht, da bringt das größte Fahrzeug nichts, häufig ein leidiges Thema. Bis zu 30% der Verkehre in Städten sind verursacht durch das Thema Parkplatzsuchen. Das ist also kein besonders produktiver Verkehr, man zirkelt herum im Viertel und sucht einen Parkplatz. Beeindruckend ist auch die Zahl, dass rund 40-45% der Kraftstoffemissionen oder Kraftstoffverbräuche in den Städten auf diese Parkplatzsuche zurückzuführen sind. Also dieser Prozess der Parkplatzsuche ist heute extrem ineffizient und da gilt es anzusetzen. Ganz große Herausforderung in der Stadt ist natürlich auch der Platzbedarf. Wir haben mal hochgerechnet, ein Fahrzeug, das mit rund 50 Kilometer in der Stunde unterwegs ist, benötigt 140 Quadratmeter an Platz, wenn es den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhält. Meine Wohnung in Stuttgart, die ist deutlich kleiner. Das Fahrzeug benötigt also einen Platz, den wir vielleicht auch anderweitig nutzen könnten. Und diese Zahl wird insbesondere dann relevant, wenn wir sehen, dass rund 64% der mit dem Pkw zurückgelegten Verkehre in der Stadt passieren. Also in der Stadt ist der Pkw sehr intensiv unterwegs. Das führt dazu, dass wir in den heutigen Städten rund 20% der Flächen für den Pkw reserviert haben. Das sind dann die Straßen, das sind dann die Parkplätze. 20% wird für den Pkw zur Verfügung gestellt. Was ist die Konsequenz? Ich habe jetzt leider keine Zahl für Basel, aber für Bern. Nach den Daten von TomTom steht ein Berner, der 30 Minuten in die Arbeit pendelt, pro Jahr rund 61 Stunden im Stau. Heute schon. Wenn man das dann jetzt hochrechnet auf 2030, 2040, 2050, kann man sich ausrechnen, wie viel wir dann im Stau stehen werden, wenn wir nichts ändern am Mobilitätssystem. Ich will nicht nur über Probleme sprechen, ich will auch über Lösungsansätze mit Ihnen heute diskutieren. Wir haben mit Big Data-Ansätzen, mathematischen Modellen rund 170 Millionen Taxitrips in New York City analysiert, mit dem Ziel herauszufinden, wie viele dieser Taxifahrten gemeinschaftlich zurückgelegt werden könnten. Die Zahl hat uns selber überrascht. Wenn man eine Wartezeit von weniger als 5 Minuten in Kauf nimmt, können über 90% der Fahrten gemeinschaftlich zurückgelegt werden. 40% der Taxifahrten könnten eingespart werden, 40% weniger Taxis in New York. Wer mal dort war, der kann sich ausmalen, dass das einen erheblichen Impact auf den Verkehr in der Stadt haben könnte. Also ein Ansatz, die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen. Angesprochen wurde auch das Thema Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Es ist wahnsinnig schwierig, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, die sich wirtschaftlich trägt. Wir haben versucht, mit Partnern auch aus der Schweiz einen Ansatz zu entwickeln. Wir nennen den Charge Lounge, wo wir versucht haben, ein Businessmodell zu entwickeln, welches auf Mehrwertdiensten basiert, um nachher dann auch das Thema Ladeinfrastruktur wirtschaftlich darstellen zu können. Die Charge Lounge hat noch den positiven Nebeneffekt, dass es einen Aufenthaltsbereich gibt, eine Lounge, wo man dann die 20 bis 30 Minuten, die das Fahrzeug lädt, sehr angenehm Kaffee trinken kann, im Internet surfen kann oder auch was arbeiten kann. Was wir also zurzeit sehen, sind mehrere Technologietrends, die Einfluss auf die Automobilindustrie haben. Einer der wichtigsten oder vielleicht der wichtigste ist sicherlich die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, auch unser heutiges Hauptthema. Weitere wichtigere Trends sind aber auch die Automatisierung der Fahrfunktion, das autonome Fahren, wie es allgemeinhin bekannt ist, aber auch die Gemeinschaftlichkeit der Nutzung der Mobilitätsressourcen. Wenn diese drei Technologietrends zusammenkommen, dann sind wir überzeugt, dass wir diesen Konflikt, den wir heute haben, zwischen dem Pkw und der Stadt auflösen können. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass man mit Druck relativ wenig erreicht. Mit Druck kriegt man keine nachhaltige Verhaltensänderung bei den Menschen hin. Man muss eine Alternative anbieten, die komfortabler ist. Eine Alternative, die besser ist, auf die man dann auch gerne umsteigt. Und wenn wir jetzt diese drei Technologietrends zusammennehmen, dann können wir uns in Zukunft vorstellen, dass die Fahrzeuge vernetzt sind, elektrisch sind, automatisiert fahren, der Fahrer zum Passagier wird, dann, wenn er nicht fahren will, wenn er zur Arbeit pendelt, sich zurücklehnen kann, was lesen kann, schlafen kann, wenn er in den Schweizer Alpen unterwegs ist, natürlich auch das Steuer übernehmen kann und selber die Fahrfunktion ausüben kann.
was dazu führt, dass die Städte, dass die Verkehrsflächen in den Städten deutlich effizienter ausgelastet sind und wir dadurch auch die zunehmende Urbanisierung mit in den Griff bekommen können. Was braucht es dazu? Es braucht die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure. Es braucht die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Branchen, natürlich ganz vorne ran der Automobilindustrie und der Informations- und Kommunikationstechnikbranche. Es braucht aber auch integrierte Angebote aus dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Personennahverkehr. Und die Unternehmen müssen zusammen mit den Städten an solchen Mobilitätssystemen arbeiten. Nur dann gelingt es, Standorte für Ladeinfrastrukturen, Standorte für Carsharing-Plätze zu definieren, die dann auch tatsächlich ins Stadtbild passen. Ich habe Ihnen hier noch eine Statistik mitgebracht über den Modal Split, verteilt auf verschiedene Städte in Europa. Der Modal Split gibt an, wie die unterschiedlichen Verkehre, wie die unterschiedlichen Wege auf die unterschiedlichen Verkehrsträger zugeordnet sind. Und man sieht dort erhebliche Unterschiede. Man sieht beispielsweise, dass der Stuttgarter sehr gerne mit dem Auto fährt. Der Florenzer und der Turiner tun es ihm nach. Man sieht aber auch, dass Städte wie Amsterdam und Kopenhagen, das ist hier dieser gelbe Balken, mit ihren Initiativen zur Förderung des Fahrradverkehrs extreme Erfolge erzielen konnten. Da werden also sehr viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das heißt, solche Initiativen zeigen Wirkung und wirken sich dann auch extrem auf den urbanen Verkehr aus. Wir haben selbst eine Studie gemacht, wo wir 1000 Stuttgarter gefragt haben, was ist wichtig bei einem Mobilitätssystem, was sind die Faktoren, auf die es ankommt, und die Größe der Kreise, die visualisiert die Wichtigkeit der unterschiedlichen Faktoren. Ganz vorne dran ist das Thema Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers, die kurze Fahrzeit und die Flexibilität. Das sind also die drei großen wichtigen Faktoren, die man immer im Kopf haben muss, wenn man ein neues Mobilitätssystem, beispielsweise ein Carsharing-System, ein Bike-Sharing-System oder Ähnliches aufbauen möchte. Was auch gut war an dieser Studie, ist zu sehen, dass die Privatsphäre zumindest bei den Befragten keine so große Rolle spielt. Das heißt, das Thema gemeinschaftliche Nutzung von Verkehrsträgern hat durchaus Potenzial, wenn man die Zuverlässigkeit in den Griff bekommt, kurze Fahrzeiten realisieren kann und das System flexibel ist. Was wird die Zukunft bringen? Auch in Zukunft werden wir wahnsinnig viele unterschiedliche Fahrzeuge sehen, so wird es heute auch tun. Die Modellvielfalt, die breitet sich ja eher noch aus, die wird nicht zurückgehen. Es gibt also nicht das eine universale Stadtfahrzeug, sondern eine Vielzahl an Fahrzeugen. Kleine Fahrzeuge, die elektrisch hochautomatisiert sind, in einem Carsharing-System eingesetzt werden. Es wird die private Limousine geben, die auch hoffentlich elektrisch ist, auch automatisiert ist, aber dann eben dem Privatnutzer zugeordnet ist. Und so wie es mit den Fahrzeugen ist, so wird es auch mit den Mobilitätsdienstleistungen sein. Es gibt nicht die eine Mobilitätsdienstleistung, zumindest ist meine Überzeugung, sondern es werden sehr viele miteinander konkurrieren, und das ist auch gut so, weil man dann einen guten, gesunden Wettbewerb hat. Wir haben im vergangenen Jahr mit dem MIT zusammen eine Einrichtung gegründet, das Ambient Mobility Lab, in dem wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wo wir Lösungen entwickeln für die urbane Mobilität der Zukunft. Und ich habe Ihnen ein Video mitgebracht aus meinem Lieblingsprojekt, in dem wir erarbeiten, wie das hochautomatisierte elektrische Fahrzeug in Zukunft mit anderen Verkehrsteilnehmern interagieren wird. Wenn Sie sich vorstellen oder wenn Sie sich eigene Situation mal vor Augen führen, wo Sie mit verbaler oder nonverbaler Kommunikation Verkehrssituationen lösen, dann ist relativ einsichtig, dass das auch das automatisierte Fahrzeug tun muss. In dem Fall nicht so wirklich gut auf den ersten Anhieb. Es versucht es mit einem Lächeln wieder wettzumachen. Was immer noch nicht gelingt. Und am Ende hilft dann der Text, mit dem man relativ klar sagen kann, was zu tun ist. Ein erster Versuch, wie das aussehen kann, das wird sich natürlich weiterentwickeln. Aber es ist ganz klar, die automatisierten Fahrzeuge, die werden in einem gemischten Verkehr unterwegs sein mit Menschen, die mit denen kommuniziert werden muss. Schließen möchte ich mit der Prognose, dass im Jahr, wir sind heute im Jahr 2015, 15 bis 20 Jahren alle Fahrzeuge, die verkauft werden, zumindest teilelektrifiziert sind, teilautomatisiert bis hochautomatisiert und hochvernetzt in Mobilitätssystemen eingebunden sind. Und diese Fahrzeuge, die werden wir lieben, als Fahrer, wie wir es heute schon tun, aber auch als Bewohner einer Stadt,
Die Fahrzeuge werden integriert sein in den urbanen Verkehr und zu einer positiven Mobilität in der Stadt führen. Und an diesen Themen arbeiten wir. Und ich begrüße deshalb diese Initiative der EBL, auch voranzugehen und das Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie sagen also übermorgen, das ist in 20 Jahren. Es ist immer eine relative Aussage. Ne? Was ist übermorgen? Wenn wir uns die Entwicklungszyklen der Automobilindustrie anschauen, dann sind 15 bis 20 Jahre nicht besonders viel. Das ist schon ein relativ ambitioniertes Ziel. Ich sage auch nicht, das muss ich einschränken, dass dann alle Fahrzeuge voll elektrisch sind, aber teilelektrifiziert, also eine elektrische Komponente mit drin haben. Bis dann alle Fahrzeuge voll elektrisch sind, zumindest im urbanen Verkehr, dauert es nach unseren Prognosen bis zum Jahr 2050. Das ist dann übermorgen. Und die Vernetzung der Fahrzeuge, ist das realistisch bis in 20 Jahren? Das ist realistisch. Also wenn Sie heute sich anschauen, wie die Entwicklungszyklen, komme ich wieder auf die Entwicklungszyklen in der Informations- und Kommunikationstechnik sind, sich anschauen, wie schnell ein neues Handymodell auf den Markt kommt, dann sind dort die Entwicklungszeiten deutlich kürzer. Und ich erwarte, dass wir eine hochvernetzte Mobilität in 10 bis 15 Jahren spätestens haben, wahrscheinlich schon früher in einigen Modellstädten. Das sind heute schon die Tendenzen erkennbar. Und es ist wichtig, weil auch das Elektrofahrzeug braucht Platz in der Stadt. Auch das Elektrofahrzeug sucht einen Parkplatz, beziehungsweise der Fahrer, der drin sitzt. Und deshalb brauchen wir nicht nur eine elektrische Mobilität, sondern auch eine intelligente Mobilität. Und vernetzte Mobilität, das bedeutet, das ist eigentlich unabhängig vom Antrieb. Also da sind Dieselfahrzeuge und Elektrofahrzeuge vernetzt, das spielt keine Rolle. Das ist grundsätzlich unabhängig vom Antrieb. Es gibt natürlich unterschiedliche Anforderungen. Bei einem Elektrofahrzeug ist die Vernetzung mit der Ladeinfrastruktur natürlich wichtig. Wir haben es in Ihrer Einleitung gehört, man will die nächste Ladestation finden, reservieren. Wenn man hinkommt, möchte man sie dann auch in einem tadellosen Zustand vorfinden. Da sind diese Aspekte notwendig, die jetzt bei einem Verbrennungsmotor weniger ausschlaggebend sind. Vernetzung, Automatisierung, das ist auch Kontrollverlust. Ich glaube, es ist eher Komfortgewinn. Also man kann immer sagen, ein Glas ist halb voll oder halb leer. Ich würde sagen, wir haben heute eigentlich eine Schwelle erreicht, wo das Autofahren in mindestens 50% der Fälle, wahrscheinlich in 60% oder 70% der Fälle nicht mehr wirklich Spaß macht, weil man eben in einem Verkehr unterwegs ist, der stresst. Und wenn man für diese Situation eine Lösung hat, dann ist es eher ein Komfortgewinn als ein Kontrollverlust. Also Sie würden auch sagen, ich meine, heute assoziieren ja viele mit Autofahren Freiheit. Also Sie würden sagen, das gemeinschaftliche Nutzen von Fahrzeugen, das ist wirklich realistisch. Das ist realistisch. Also wir haben selber Projekte, beispielsweise in Stuttgart, wo wir mit dem Elektro-Carsharing sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die Leute nehmen das sehr dankbar an. Am Ende wollen die Leute unterwegs sein, mobil sein, schnell von A nach B kommen, komfortabel dabei sein, am Wochenende sich dann vielleicht den Roadster ausleihen, um damit in die Berge zu fahren. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mir das Pendeln zur Arbeit nicht wirklich Spaß macht. Das ist eher eine Pflicht. Und wenn es dort Lösungen gibt, die mir das abnehmen oder das schneller machen, dann würde ich das sehr begrüßen. Gerade in der Schweiz fehlt ja noch ein dichteres Netz an Ladestationen. Wessen Aufgabe ist das Ihrer Meinung nach? Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es ein Geschäftsmodell für Ladeinfrastruktur gibt, weil sonst enden wir dort, wo wir zumindest in Deutschland beim öffentlichen Personennahverkehr geendet sind. Das ist ein Subventionsgeschäft auf absehbare Zeit. Man bemüht sich gar nicht mehr, ein Geschäftsmodell zu finden. Und ich glaube, diesen Fehler dürfen wir bei der Elektromobilität nicht machen, nicht zu früh nach Subventionen rufen. Erstmal versuchen, selber ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, welches wirtschaftlich tragbar ist. Und wenn das dann nicht funktionieren sollte, dann hoffen wir auf die Unterstützung des Vaterstaats. Ich habe gelesen, in Berlin gibt es ein Start-up, das die Idee hat, dass eigentlich jede Straßenlampe mit einer Steckdose versehen ist. Man also gar keine Parkplätze zur Verfügung stellen müsste, keine Stromtankstellen, weil das ist überall. Ist das realistisch? Also Parkplätze brauchen Sie immer, wenn Sie irgendwo Ihr Fahrzeug laden wollen. Es ist für einzelne Straßenbeleuchtungsnetze ein interessantes Modell, funktioniert allerdings nicht in jeder Stadt und funktioniert sicherlich nicht auch bei jeder Straßenbeleuchtung. Also was
und die Leistung ist natürlich auch sehr gering, die Sie nur über dieses Netz dann abrufen können. Ich setze eher auf das Thema von sehr gut positionierten Ladeinfrastrukturen in der Stadt in Verbindung mit einem Carsharing-System plus einem gut ausgebauten Netz an Schnellladeinfrastruktur, wo Sie Ihr Fahrzeug in 20 bis 30 Minuten laden können. Da sind insgesamt gesehen die Investitionskosten für das Gesamtnetz dann deutlich geringer. Vielleicht letzte kurze Frage an Sie. Wenn sich vor 100 Jahren der Elektromotor durchgesetzt hätte und nicht der Verbrennungsmotor, wo stünden wir heute? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir würden hier nicht sitzen und fragen, Verbrennungsmotor, Zukunft oder nicht. Der hätte keine Zukunft, definitiv nicht. Wir würden uns sicherlich Gedanken machen über das Thema intelligente Mobilität, nach wie vor. Aber ich glaube, wenn sich damals der Elektromotor durchgesetzt hätte, dann würden heute noch sehr viel mehr Menschen auf dieser Welt leben und nicht an den Emissionen sterben. Also es wäre eine insgesamt positive Entwicklung gewesen. Vielen Dank fürs Erste. Wenn sich Elektromobilität durchsetzen soll, dann braucht es eine Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss, nämlich dass es Fahrzeuge gibt. Und zwar nicht irgendwelche Fahrzeuge, nicht ein Hauptsache fahrbarer Untersatz, sondern Fahrzeuge, die wirklich Komfort bieten, die auch punkto Design in Konkurrenz treten können mit den herkömmlichen Fahrzeugen. Und eine Firma, ein Autobauer, der unter anderem da in den letzten Jahren viel investiert hat in die Entwicklung von solchen konkurrenzfähigen Fahrzeugen, ist BMW. Bei der Entwicklung von diesen Fahrzeugen ist unser nächster Referent an vorderster Front dabei gewesen und immer noch dabei. Jens Ramsbrock ist Projektleiter BMW i. Hören Sie jetzt seinen Bericht aus der Praxis. Schönen guten Abend, vielen Dank. Wie unser Moderator eingangs gesagt hatte, Elektromobilität muss man erleben. Organisatorisch ist es jetzt ein bisschen schwierig, eine Probefahrt mit 700 Personen zeitnah zu gestalten. Von daher möchte ich Sie einladen zu einem kleinen Film, in dem Sie teilhaben können an einer Probefahrt der Probanden in dem Film. Film ab bitte. Oh, safety first. Oh, look at that mirror. Oh my goodness. Do you see that? Oh, there's plenty of room. So, auf Stab drücken. And look at this. Oh. Oh, look. Está bien cerrada. Sí, ¿no? Wow. It's just so easy. So quiet. It's just like, yeah. Shh. It's criminal. How quiet we're going. But look at that, it's braking by itself. I can't believe that. It that really is. Is so good. Wenn ich vom Gas gehe, bremst der sofort. Sí, señor, este coche es mío. Madrid, Madrid, Madrid. We are in the middle of London and we are causing zero pollution. Eintritt in den Hyperraum. Komm, komm, Hauptgeschwindigkeit. Yeah! Warte mal, Madrid! Mein Gott, mein Jeder zuletzt. I'm not their power. Look at that. All those people out there living their lives when we're in here living in the future. Genau, und wir sind hier. Vielen Dank. Genau, wir sind hier und Sie können die Zukunft auch erleben. Schauen Sie einfach mal bei unserem Händler vorbei. Da können Sie dann dieses Feeling, insbesondere die Beschleunigung und die Agilität in der Stadt bei dem i3 live erleben, wie unsere Probanden in dem Film. Okay. Die verschiedenen Treiber für die Elektromobilität, Herr Rotfuß hat sie schon auch angesprochen, aber ein bisschen aus der Perspektive des Automobilherstellers. Wie angesprochen, natürlich die Umweltbedingungen und die Urbanisierung, die wir auch in der ersten Zeile haben. Politik, die die Rahmenbedingungen gibt, reduzierte Ressourcen,
und natürlich Kundenwünsche, Wandel auch in den Werten, was dann auch für den Automobilisten, der ein Automobil dann designt, als Anforderung zu verstehen ist, wo beispielsweise jetzt hier ein Angebot für den urbanen Bereich herausgekommen ist. Wir verfolgen trotzdem den Weg parallel. Wir sagen Evolution und Revolution. Auch natürlich die Erkenntnisse jetzt aus der Elektromobilität transferieren wir auch in den klassischen Automobilbau, um da die Effizienzen weiter zu steigern. Und auch umgekehrt aus dem klassischen Automobilbau, beispielsweise aus den Sportfahrzeugen, gibt es natürlich sehr leichte Materialien, die dann auch transferiert werden in die Fahrzeuge, die Angebote aus der Elektromobilität. Hier möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben in die Innovationsmanagement bei BMW i. Bevor wir zu den Serienfahrzeugen, hier dem i3 und dem i8, gekommen sind, haben wir zunächst einmal Elektro-Minis elektrifiziert. Das ist der Mini E, da haben wir ca. 600 Fahrzeuge gebaut. Da musste beispielsweise die Rückbank weichen für den Akku, weil der nicht vorgesehen war und im Nachhinein dort eingebaut wurde. Und diese Fahrzeuge haben wir in den Megacities der Welt fahren lassen mit Nutzern, mit zahlenden Nutzern auch, und die natürlich auch interviewt, was ihnen gefällt, was ihnen weniger gefällt. Und da sind wir beispielsweise auf das Thema gekommen, dass der typische Nutzer in einer urbanen Umgebung ca. 40 Kilometer pro Tag fährt. Und das war für uns ermutigend, weiterzumachen. Dann haben wir als nächstes einen 1er elektrifiziert. Da konnten wir schon an verschiedene andere Stellen ausweichen mit dem Akku. Deswegen sieht man hier die Motorhaube etwas erhöht, etwas im Unterbodenbereich, und im Kofferraum haben wir noch Akku untergebracht, sodass auch schon 4 Personen damit fahren konnten. Und durchweg haben wir positive Ergebnisse gewinnen können, sodass wir aus den Ergebnissen dieser beiden Fahrzeuge, diese Ergebnisse sind in die beiden Fahrzeuge i3 und i8 eingeflossen. Und als Beispiel sagen wir jetzt mal hier dieses sogenannte One-Pedal-Feeling, das ist das, was die Probanden in dem Film auch gesagt haben. Wenn man beim Elektrofahrzeug von dem Fahrpedal geht, dann wird der Elektromotor als Generator verwendet und dann bremst das Fahrzeug da quasi. Und dadurch kann man wieder Energie zurückgewinnen, die wieder in den Akku eingespeist wird. Und wenn man dann so ein bisschen mal das raus hat, wie das Fahrzeug funktioniert, wie die Abstimmung ist, dann kann man, wenn in der Entfernung eine rote Ampel ist, dann einfach auch mit einem Pedal ganz bequem dann vom Pedal gehen und rollt dann an diese rote Ampel ran und gewinnt maximal Energie zurück. Als Beispiel. Okay, das nochmal Hauptcharakteristika, was den Kunden gefallen hat. Das Thema Fahrspaß, also es geht auch um das Thema Lifestyle, dass man da eine neue spannende Komponente in das Leben mitbringen kann. Das war ganz hoch angesiedelt. Die Größe der Schrift ist hier proportional zur Anzahl der Nennungen. Die Beschleunigung hat die Leute begeistert, insbesondere im urbanen Bereich, wo man mal schnell in eine Lücke hinein manövrieren möchte. Und das Thema Ruhe. Einfach das Fahrzeug ist, wenn Sie den Elektromotor einschalten, dann hören Sie nichts, weil da auch nichts dreht und nichts rattert. Das ist einfach ein ganz ruhiges Innenraumgefühl, was auch zur Entspannung beiträgt. Das waren so beispielsweise die Hauptnennungen, was den Kunden gefallen hat. Jetzt nochmal auf das Fahrzeugkonzept eingegangen. Sind hier zwei Module, ein Drive-Modul, das Fahrmodul mit dem Antriebsstang und die Fahrgastzelle. Ich sage es mal ganz einfach, als kleiner Junge hatte ich so eine Carrera-Bahn, da war es im Prinzip genauso. Das Unterteil von dieser Carrera-Bahn mit dem Elektromotor von dem Fahrzeug war aus Metall und das Oberteil, was man da drauf gesteckt hat, war aus Kunststoff. Und hier haben wir Kohlefaser als für die ganze Fahrgastzelle verwendet. Einfach auch aus dem Grunde, weil die Batterie schwer ist, und um dieses Gewicht überzukompensieren, hat man eine besonders leichte Außenhaut oder Fahrgastzelle in dem Fall hier konkret verwendet. Ein paar Eigenschaften von dem Elektrofahrzeug: Beschleunigung. Es wiegt unter 1200 Kilogramm, also sehr leicht, und wir haben eine Reichweite rein elektrisch bis 160 Kilometer. Das heißt also,
wenn die Ladeinfrastruktur beispielsweise zu Hause oder auch am Arbeitsplatz ist oder an der Laterne vor dem Haus, dann braucht man gar nicht mehr zur Tankstelle zu gehen, wenn man im normalen urbanen Bereich unterwegs ist. Und was vielleicht noch hervorzuheben ist, natürlich, er ist auch schon kleiner geworden. Fläche braucht er trotzdem noch, aber er braucht schon mal weniger Fläche. Und er ist, was diesen Wendekreisradius anbelangt, hat einen sehr kleinen Wendekreis. Also der ist sehr gut manövrierfähig in der Stadt, was sicherlich dem Flächenverbrauch schon mal etwas entgegenkommt. Dann haben wir noch einen zweiten entwickelt. Das ist der i8. Den haben Sie beim Reingehen gesehen. Da ist die wesentliche Herausforderung gewesen, dass wir es hier geschafft haben, einen Sportwagen anzubieten mit dem Energieverbrauch eines Kompaktwagens. Das heißt also, in dem Normzyklus liegt er auf 100 Kilometer bei 2,5 Litern Treibstoffverbrauch. Das ist ein Hybridfahrzeug, also Elektromotor und ein Dreizylinder konventioneller Motor. Dann hat Herr Rotfuß auch schon die verschiedenen Services angesprochen. Beispielsweise haben wir hier, möchte ich jetzt das Thema flexible Mobilität kurz ansprechen. Also zum einen haben wir auch ja Carsharing-Programme, wo die bereits Elektrofahrzeuge in dem Carsharing drin sind. Aktuell noch elektrifizierte Einser in München beispielsweise oder auch in San Francisco 150 Fahrzeuge. Da wird natürlich der i3 dann auch in diese Flotte hineinkommen. Und als weiteres können wir auch sagen, bieten wir für die Urlaubsreise nach Süditalien, wenn Sie jetzt den i3 als Erstfahrzeug und einziges Fahrzeug haben, bieten wir ganz unkompliziert einen Tausch an. Da kann man dann auch mit dem Verbrenner bis zur Stiefelspitze kommen, wenn man nicht denn für die Kinder die Charging Lounge nutzen möchte unterwegs. Von den Mobility Services, die wir natürlich integrieren, das Fahrzeug ist natürlich bereits vernetzt, möchte ich einen vielleicht an dieser Stelle noch hervorheben. Und zwar, das ist dieses Park Sharing, parkatmyhouse.com oder heißt jetzt auch Park Now, ist kürzlich umfirmiert worden. Das ist einfach da, wo diese knappe Ressource Parkplatz besser geteilt wird. Das heißt, jemand, der beispielsweise im Innenstadtbereich von London einen Parkplatz hat, den er nicht braucht, der stellt diesen Parkplatz dort rein und jemand anders kann den Parkplatz buchen und dorthin fahren und dann parken ohne eben den Parksuchverkehr. Also da bieten wir einen Lösungsbeitrag aktuell an und natürlich auch ganz wichtig hier diese intermodalen Konzepte, weil die Reise vielleicht nicht immer da endet, wo ein Fahrzeug ankommen kann, dass man vernetzt ist mit den Karten und Verbindungen auch vom öffentlichen Nahverkehr. Fast zum Abschluss möchte ich noch etwas zu dem ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept von BMW i sagen. Also wir reduzieren insbesondere den Energieverbrauch bei der Herstellung des Fahrzeugs um ca. 50% und die Energie, die wir verbrauchen, wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Also wir haben das Werk Leipzig, da sind 4 große Windkraftanlagen, die den überwiegenden Teil der elektrischen Energie dann abdecken zur Produktion des i3. Und auch setzen wir beispielsweise recycelte PET-Flaschen ein, die für die Sitzbezüge verwendet werden. Oder wir setzen auch nachwachsende Rohstoffe ein. Das ist eine Kenaf-Faser, die in den Seiten- und Frontabdeckungen verarbeitet werden. Genau, für den Moment als Impuls. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der ehemalige Chefvolkswirt von BMW, Helmut Becker, sagte unlängst in der FAZ, Elektrofahrzeuge sind noch nicht marktfähig, sie fahren zu wenig weit, sie fahren zu wenig lange und sie sind zu teuer. Was antworten Sie ihm? Also wir nehmen wahr, gerade jetzt bei i3 und i8, dass wir die Produktion erhöhen mussten, weil die Nachfrage deutlich stärker ist, als wir es konservativ natürlich eingeschätzt auch erwartet haben. Und von daher, aus unserer Sicht, ist die Elektromobilität jetzt schon wettbewerbsfähig.
Sie sind auf dem Markt, das ist klar. Thema Preis ist ja schon ein Thema. Diese i3 da nebenan, der so schön glänzt, kostet eben auch, wenn man so ein paar Features noch dazu nimmt, 50.000. Dafür, dass ich damit nach Zürich kaum pendeln kann, ist es schon sehr teuer. Gut, das ist natürlich die Positionierung von der Firma BMW. Das ist ein Premium-Produkt, eine Premium-Marke. Sie haben ja auch jetzt beispielsweise das Innenraumangebot von einem Fünfer, ja, hier für den i3 als Dreier sozusagen. Und das sind die Features, die wir da anbieten. Aber der Einstiegspreis ist bei den 35.000 Euro darunter. Und da gibt es andere Elektrofahrzeuge, die nicht Purpose-Designed sind, so wie dies hier. Die liegen in dieser Kategorie. Von daher glauben wir, dass wir da durchaus ein attraktives Angebot schaffen. Warum haben Sie nicht einfach mehr Batterien eingebaut und so die Reichweite erhöht? Das ist in der Tat aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und zwar könnte man natürlich eine größere Batterie und mehr Batterie einbauen, was auch amerikanischen Kollegen tun, Wettbewerber. Aber das hat natürlich einen erhöhten ökologischen Footprint am Anfang. Und bis Sie den dann wieder rausfahren, das kann sein, dass Sie das über die Fahrzeuglaufzeit, über die Kilometer gar nicht schaffen. Und wir haben uns gesagt, für den urbanen Bereich, für die urbane Anwendung, machen wir den ökologischen Footprint dadurch niedrig. Und im Idealfall, wenn er mit erneuerbaren Strom gewonnen aus erneuerbaren Energien gefahren wird, ist dann da der Footprint quasi null, sodass wir insgesamt wirklich unter einem kleineren vergleichbaren Dieselfahrzeug im Gesamtfootprint sind. Also das war eine bewusste Designentscheidung, die natürlich damit begründbar war, dass unsere Mobilitätsforschung herausgebracht hat, dass es deutlich über den urbanen Anforderungen liegt, also dass wir damit auf den Markt gehen können. Es gibt die verschiedenen Varianten. Reiner Elektroantrieb, Elektroantrieb mit Range Extender, das bieten Sie ja da an. Ja. Dann gibt es die Plug-in-Hybride, die Hybride. Sind die Hybridmodelle, ist das eine Übergangsform, die sich irgendwann überlebt haben wird? Und die Frage wird in Zukunft sein, Verbrennungsmotor oder reines Elektrofahrzeug? Oder wie beurteilen Sie das? Und wie positioniert sich da BMW für die Zukunft? Ja, das ist natürlich schwierig vorherzusagen auch. Aber ich würde mal sagen, sicherlich wird der Anteil der Hybridisierung zunehmen insgesamt auch, ja. Und es hängt eben vom Bedarf ab. Und wer den Bedarf hat, dass es rein elektrisch decken kann, würde ich unbedingt ein rein elektrisches Fahrzeug empfehlen. Dann, ja. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, die Zukunft ist rein elektrisch? Das hängt natürlich auch von der Zellentwicklung ab, die wir auch schwierig vorhersagen können. Auch da erwarten wir, was so die Wissenschaft prognostiziert, dass die Entwicklung rasant fortschreitet, dass man eben mehr Kapazität auch zu vergleichbaren oder günstigeren Preisen bekommt. Und das ist sicherlich einer der entscheidenden Faktoren. Und für die Kurzstrecke und Mittelstrecke bin ich absolut dabei, dass die reine Elektromobilität sicherlich eine hervorragende Antwort ist. Vielleicht für Langstrecken muss man sehen, wie diese Parameter von der Wissenschaft, wann was zur Verfügung steht auch. Ja. So billig wie im letzten Jahr haben wir alle schon lange nicht mehr getankt. Was hat dieser tiefe Ölpreis ausgelöst bei BMW? Wurden da Projekte gestoppt? Was waren die Folgen? Also bei BMW hat das keine Auswirkungen gehabt. Ja. Also wir sehen da natürlich die Trends auch langfristig. Und die Ressource wird knapper werden. Also von daher bleiben wir langfristig auf der Linie da. Also so kurzfristig funktioniert das nicht bei BMW? Nö. Vielen Dank fürs Erste. Bitte. Ein Elektromobil, das sich bereits voll durchgesetzt hat, ist das E-Bike. In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 40.000 neue E-Bikes verkauft. Auf den Schweizer Straßen sind schon Hunderttausende E-Bikes unterwegs. Und einer, der maßgeblich zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen hat, ist Thomas Binkeli, besser bekannt als Tömo. Der Veloproduzent, der hier am Anfahren ist, hat 2009 den Stromer erfunden, den Stromer entwickelt. Ein E-Bike, das durch Innovation in Design und Technik von der Konkurrenz sich abhebt und nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland eine große Erfolgsgeschichte ist. Thomas Binkeli hat also offensichtlich punkto Elektromobilität einiges richtig gemacht. Was genau, das verrät er uns hier und jetzt.
Dankeschön. Ja, ich freue mich etwas über das Fahrrad, aber auch vor allem über das Unternehmertum in der Schweiz als KMU-Betrieb zu erzählen, wo die Hürden sind, um so ein Ding international zu machen. Ein paar Zahlen, ihr habt schon gehört, das Fahrrad ist im Trend. 82 Stunden stehen die Leute in London im Stau pro Jahr. 41% aller Leute leiden an Übergewicht und Unterbewegung in der Schweiz, in Amerika noch viel mehr. 17 Minuten braucht man mit diesem Stromer vom Battery Park quer durch Manhattan bis hoch zum Central Park. Also schaffen Sie mit einem anderen Mobilitätsgerät nie. Ich möchte aber ein bisschen ausschweifen, warum, dass ich so ein Fanatiker bin vom Velo. Eines ist klar, hier bin ich geboren, hier habe ich mein Geschäft eröffnet und wenn man von Oberried irgendjemand besuchen wollte, musste man halt immer das Velo nehmen. Und so darf ich sagen, dass das Velo mir den Weg in die Welt geöffnet hat, auch wenn meine Eltern lieber gehabt hätte, dass ich den Bauernbetrieb weiterführe und Landwirt werde, habe ich eines Tages, als sie nach Amerika gingen, um meinen Onkel zu besuchen, die letzten Schafe und Ziegen aus dem Stall verkauft und habe hier mein Fahrradgeschäft eröffnet. Damals war ich 16 Jahre alt. Es war eine Kombination von Velofahren, aber vor allem etwas zu unternehmen. Das war mein erstverkauftes Velo. Es war ein Drahtesel mit 25 Kilo aus Stahl. Mittlerweile sind die Dinger aus Carbon. Also kurz, das Velo hat sich zu einem Hightech-Gerät entwickelt. Was auch passiert ist, während dieser Zeit, die traditionellen Schweizer Fahrradfabrikanten sind alle vom Markt verschwunden. Ich weiß noch genau, Villiger, Cilo, das waren die Marken in der Schweiz, sie haben exportiert und durch innovative Produkte aus Amerika und dem asiatischen Raum wurden die alle vom Erdboden verschwunden. Ich hatte ein Riesenglück, als ich da mein Fahrradgeschäft da 15 Jahren hatte, das gut lief, wir waren etwa 100 Leute, hat mich Apple eingeladen, um nach Palo Alto zu gehen, um über die Velosportgeschichte in der Schweiz zu referieren. Und ich war fasziniert von den Leuten dort. Ich war fasziniert von der Vision, was die haben. Aber ich habe vor allem drei Sachen mitgenommen. Ich habe mitgenommen von den Leuten, dass die an etwas glauben. Das Erste, das Zweite, was ich mitgenommen habe, dass die über die Grenze hinausschauen und auch Sachen kopieren von anderen Branchen. Und das Dritte, und das hat mich am meisten motiviert, dass auch diese Leute nur mit Wasser kochen. Dass die Zweifel haben, dass die Menschen sind, die Fehler machen. Und so ging ich nach Hause und habe gesagt, Merko, meinem Bruder, wir müssen ein Elektrovelo entwickeln, das nicht aussieht wie unsere Mitbewerber, sondern ein Elektrovelo entwickelt, das mehr Sexappeal hat, das viel mehr integriert, eine Integration hat, dass wir mit Stolz von A nach B fahren können. Und das war die Idee und das war das Produkt von unserem ersten E-Bike, viel mehr integriert, sah aus wie ein normales Velo, hatte auch viel mehr Power. Es war immer das Schönste, wenn wir mit dem Stromer die Leute, ich darf das da sagen, nur Flyer überholt haben oder von den anderen Produkten und plötzlich hält man das nicht mehr aus als freier Flyerfahrer, musste man so einen Stromer kaufen. Wir haben uns zusammengetan als Kleinstunternehmen mit Fachhochschulen, wir haben KT-Projekte beantragt. Wir hatten aber auch den Mut, uns international umzusehen, wer da und wo da die größten Player sind. Und einer hat mir wahnsinnig geholfen, ein mittlerweile guter Freund, der schon oft bei uns im Bauernhof war. Das ist der kleine Bill Gates aus der Fahrradbranche, der Yoshutsu Shimano, wo sein Name auf die Kurbel und Wechsel und Räder schreibt, ein wahnsinnig japanischer Industrieller. Er hatte Freude an unserer Innovationskraft von dem Bauernhof und hat uns die Wege zu den Lieferanten geöffnet. Was ich aber gelernt habe, wir hatten zuerst auch Kinderkrankheiten, nach x-tausend E-Mails und Checklisten
hat es mir den Nuki rausgejagt und hat die Leute da von Asien und Amerika zu uns eingeladen auf den Bauernhof. Und wir gingen eine Woche zusammen die Räder testen mit all den Entwicklungsleuten. Und eines muss ich sagen, da habe ich so viel gelernt, dass man Innovation nicht einfach per Mail oder in Workshops machen kann, sondern dass man Innovation zusammen mit den Leuten erarbeiten muss. Auch ein wunderbarer Partner ist der André Boschberger und der Petra Picard mit Solarimpuls. Wir machen drei Sachen zusammen. Wir entwickeln vor allem Leichtgewicht und Batterietechnologie zusammen. Wir machen natürlich Promotion und geben die Vision von der Photovoltaik weiter. Aber das Schönste ist, diese Leute brauchen auch jedes Mal den Stromer, wenn das Ding hochfliegt. Ihr könnt das auch da in Abu Dhabi, waren immer 10 Stromer dabei. Wir müssen die ein bisschen tunen. Die Dinge gehen 90 Stundenkilometer, damit sie da dem Flugzeug folgen können. Ich wurde gefragt, ich soll etwas über Erfolgsfaktoren erzählen. Wir haben vieles falsch gemacht. Wir hatten viele Bereiche, die wir neu nochmal machen mussten, aber eines war ganz wichtig, nämlich der Kontakt zu den Endkunden. Wir hatten als erstes Shop einen eigenen Shop in Genf eröffnet, nicht in Bern und nicht in Genf, weil wir die Sprache so liebten, sondern weil wir irgendwo den Markt testen wollten, den Kundenfeedback gleich wieder in die Entwicklung und in die Produktion einfließen konnten. Und mittlerweile haben wir weltweit etwa 20 Shops, nicht nur um Geschäfte zu machen, sondern auch zu fühlen, was wir gut machen oder was wir eben nicht so gut beherrschen. Und dann hat man auch Glück, manchmal als Schweizer KMU, wir hatten Glück, dass auch dieser Herr Geschmack hat, dass auch dieser Herr weiß, was schnelle urbane Mobilität in New York ist. Er hat 10 Stromer gekauft, der Leonardo DiCaprio, 5 für New York und 5 für Hollywood. Und schön ist auch, dass er mittlerweile mit seiner Ex-Freundin wahrscheinlich wieder neue Räder braucht, für die neuen Frauen da auszurüsten. Gut, das war Glück und das war aber Geschäft. In der Schweiz haben wir über 300 entweder KMUs oder Grossfirmen, die Flottenmanagement mit unserem Stromer betreiben, über Swisscom, über die Post, über Elektrounternehmer. Und das ist immer schön zu sagen und zu sehen, wie viel Zeit sie sparen. Mittlerweile hat auch Google in Palo Alto Fahrräder von uns, um von Campus zu fahren. Denn es gibt nichts Effizienteres von zwischen 2 und 15, 20 Kilometer mit dem E-Bike zu fahren, vor allem halt im urbanen Bereich. Ja, so sind wir gewachsen. Ich habe immer gesagt, eine Marke braucht ein Gesicht, eine Marke braucht eine Seele, aber eine Marke braucht auch eine Heimat. Und aus diesem Grund haben wir den Stromer Campus in Bern gebaut, um die Mobilitätsleute zusammenzubringen, um Gedanken auszutauschen und vor allem um dieses neue Velo hier zu entwickeln. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Film zeigen, was der neue ST2, ich darf sagen, das Premium-Produkt im E-Bike-Bereich, alles kann. New beginnings, too much of the youth, them blood is spilling. Instead of killing, the soil I will be tilling. I just strictly love I'll be giving. No more hatred, cause life is just for living. All my trespasses will be forgiven. This is for my fallen fighters now who are missing. So much trouble in the world. Jah protect the boys and the girls. Thank you.
Gut, wir haben das. Wir haben den Campus gebaut, um das zu entwickeln mit Fachhochschulen. Wir haben Batteriemanagement, leider nicht mit BMW, sondern mit Tesla zusammen entwickelt und mit Samsung. Und wir gingen ein bisschen von einem anderen Standpunkt aus, als das BMW gemacht hat. Wir haben gesagt, die Reichweite darf kein Problem mehr sein. Man muss einen Tag lang rumfahren können und das war eigentlich der Anspruch, alles zu integrieren, das Licht zu integrieren, die Schutzbleche zu integrieren, die Kabelführung alles zu integrieren, neue Materialien zu brauchen, wie Carbon oder spezielles Eisen, Aluminium. Und so haben wir das Design neu gemacht, aber vor allem die Reichweite. Mit dem Ding kommt man 150 Kilometer weit, also im Vergleich mit dem Auto, also Bern, Zürich ist keine Sache mit dem Fahrrad zu fahren, übrigens auch Basel, Bern nicht. Aber man kann einen Tag lang in der Stadt rumfahren, ohne das Ding neu zu laden. Das zweite war, die Range und die Power muss neu definiert sein mit einer ganz neuen Rekuperierung. Wenn man bergab fährt, rekuperiert das Ding, wenn man bremst, rekuperiert das. Wir haben einen neuen Transversalfluxmotor entwickelt, um speziell in den Alpen rumzufahren, damit er bei den niedrigen Umdrehungen mehr Kraft hat und mehr Effizienz. Und dann das dritte, und das war oder ist revolutionär immer noch im Fahrradbereich, die ganze Connectivity. Dort in dem Display ist ein kleines oder ein großes Smartphone drin. Wir haben GPS, GSM, Bluetooth, Smart, Neigungssensoren, Lichtsensoren. All das ist drin, um das Fahrrad halt intelligenter zu machen. Ich kann zwei, drei Beispiele sagen vom Ökosystem, was erst jetzt am richtig entwickeln ist. Ein Beispiel ist, wir können überall auf der Welt, wo die Räder sind, neue Software hinschicken und die wird einfach abgedatet. Wir haben das jetzt seit 3 Vierteljahren auf dem Markt und haben schon 4 neue Releases gemacht aus Inputs von Kunden über Sensorik, Ideen, was die haben, können wir das in Oberwangen programmieren, das in die Welt schicken und so hat jedes Fahrrad wieder die neueste Software. Auch wenn mal etwas nicht geht, können wir uns aus Bern einloggen, egal ob das in Tokio oder in New York ist, können wir uns einloggen und schauen, was da nicht genau richtig ist. Dann hat es das App, wo man das Fahrrad blockieren kann. Man drückt drauf und dann wird es blockiert. Wenn das einer klauen will, dann wird es mal den Motor blockiert, dann fängt es an zu blinken, dann fängt es an zu hornen und wenn es dann trotzdem wegnimmt, kriegt derjenige ein SMS und sagt, ich werde jetzt gleich geklaut, bitte folge mir. Kann man das schauen, wo er hingeht. Und ihr lacht jetzt, in Genf haben wir so mit Polizei zusammen eine ganze Bande Fahrrad- und Autodiebe sichergestellt. Die haben den Strom geklaut, die gingen über die Grenze, wurde in einen Container gesteckt und da haben wir ein bisschen gewartet. Und 2 Tage später, als die noch mehr Räder und mehr Autos dort aus dem Platz haben, hat die Polizei zugeschlagen und da drin war der Stromer mit dem schönen Lichtsignal und hat das schön gesendet. Also klauen ist ganz schwierig, denn wenn man das abdeckt oder rausnimmt, dann funktioniert halt das Ding nicht. Man kann natürlich all die Gesundheitsgeschichten machen, man kann schauen, wie viel Kalorien man braucht, wie viel Fett man verbrennt, wie viel CO2 das man spart, wie viel die Kameras da drin können auch schauen, wie viele Autos man beim Stau überholt und wie viel effizienter man von A nach B fahren kann als mit den Fahrrädern. Also das ist alles in dem Ökosystem da hier drin. Ich habe es gesagt, es ist schwer als KMU weltweit zu sein. Wir sind mittlerweile etwa 120 Leute, sind in Asien, Amerika und in Europa. Verkaufen wir die Dinger. Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Team, aber auch auf unser Produktionsteam, dass wir Velo des Jahres vor 3 Monaten in Europa geworden sind, vor 2 Monaten in Amerika und nächste Woche werden wir noch Velo des Jahres im asiatischen Raum. Und das zeigt doch, wenn man irgendwo eine Vision hat, etwas zusammen machen mit verschiedenen Leuten. Und das war immer der Schlüssel, wahrscheinlich zum Erfolg und das wird auch in Zukunft die größte Herausforderung sein, mit den richtigen Partnern diese Zusammenarbeit
zu machen. Ich hoffe, dass wir das hier in Basel lokal machen können. Ich bin aber auch sehr stolz, dass wir eine Kooperation zusammen mit Samsung letzten Monat unterschrieben haben. Er hier ist der CEO von Samsung im Bereich Touchscreen, im Bereich Batterie, aber auch im Bereich Sensorik arbeiten wir viel jetzt mit den Koreanern zusammen. Ja, aus diesem Sinn, E-Autos sind gut. Wir in der Schweiz produzieren Fahrräder. All die noch nie so ein Ding gefahren sind, wir haben draußen 2, 3. Wir haben auch hier in Basel Händler oder kommt mal zu unserem Campus nach Bern oder zu meinem Bauernhof nach Oberried. Da haben wir übrigens Ende März unsere Ausstellung. Ganz kurz Klammer, da kommen 15.000 Leute und wir brauchen etwa 2,5 Tonnen Raclette-Käse. Und wir würden natürlich auch noch ein paar mehr Raclette-Laibe abstreichen, wenn ihr da hinkommt. Danke vielmals fürs Zuhören und viel Spaß beim Probefahren. Sie sind auf ganz verschiedenen Märkten unterwegs, nicht nur in der Schweiz. Sie haben von Erfolgsfaktoren gesprochen. Funktionieren da die Märkte gleich? Asien, Amerika, Europa, Schweiz, um Erfolg zu haben, oder gibt es da Unterschiede? Überhaupt nicht. Und die Märkte verändern sich so wahnsinnig schnell. Also ich weiß noch gut, in New York waren wir vor 3 Jahren Abstand Nummer 1. Es hat geboomt und plötzlich hat ein Gesetz geändert, wo man die Räder nicht mehr in der Stadt fahren durfte. Keine Ahnung, ob das die Automobillobby war oder sonst irgendjemand. Das war einfach verboten und da hatten wir ein Riesenlager, die eigenen Shops und den Markt fiel zusammen. Und jetzt kommt es wieder, weil irgendwo das Gesetz aufgehoben wurde. Aber es sind schon vor allem die gesetzlichen Bestimmungen um immer die Homologation für die verschiedenen Märkte, für die verschiedenen Staaten und für die verschiedenen Zeitachsen zu machen, das ist schon sehr aufwendig. Gibt es etwas Schweiz-Spezifisches, wo Sie gemerkt haben, so funktioniert es in der Schweiz? Ja, die Schweiz funktioniert emotional und rational. Also um mit so einem Ding zu fahren, wenn die Leute das testen, wenn sie sehen, wie es einfach mehr Spaß macht zu leben, wenn man sich 20 oder 30 Minuten pro Tag ein bisschen bewegt, wenn man effizienter von A nach B kommt, wenn die ganze Gesundheitsförderung im Alltag integriert werden kann. Das funktioniert in der Schweiz wahnsinnig gut. Und ich darf sagen, wenn jedes Land so wäre vom Markt wie die Schweiz, dann hätten wir gar keine Absatzprobleme. Sie haben gesagt, punkto Erfolgsfaktoren, das Produkt sexy machen, Thema Lifestyle, der Kontakt zu den Endkunden ist wichtig. Was würden Sie sagen, was macht die Elektroautobranche noch nicht so richtig, dass sie eben noch nicht so durchstartet? Das liegt nicht an mir, etwas dazu sagen, dass die Automobilindustrie nicht gut macht. Wir müssen mal schauen, dass wir da schwarze Zahlen schreiben und fliegen. Aber ich glaube, was es bei uns braucht, ist einfach Hartnäckigkeit und der Glaube daran. Unsere Designer und Entwickler, die möchten mich vielmals auf den Mond schießen und sagen, spinnst du eigentlich, jetzt ist es gut und so gehen wir auf den Markt. Und es braucht halt immer wieder Zusatzrunden im Design, in der Integration, auch wenn es weh tut, nicht aufzugeben, sondern noch mal eine Runde zu machen, dass man die Ziele erreichen kann. Und ich glaube, es zeigt ja auch, die Autofirmen, die sich spezialisieren, die daran glauben, die Energie in dieses Segment setzen, die haben auch Erfolg. Kennen Sie das, diesen Erfolgsfaktor Hartnäckigkeit, nie zufrieden sein? Ja, das ist natürlich bei uns vergleichbar, ja. Auch von daher bei den Kunden, die wir dann befragt haben, gerade in unserer Pilotierung, ich habe diesen Active E weltweit betreut bei der Pilotierung, da gab es natürlich immer wieder Dinge, die wir angepasst haben, wo wir auch mit Kunden zusammen ähnlich dann auch, da gibt es auch wirklich Freaks, die dann erste Mal neue Software bekommen haben, mit denen wir Fortschritte gemacht haben. Ja. Wenn Sie jetzt diesen Strom anschauen, gibt es etwas, wo Sie sagen, das merke ich mir. Ja, ich finde es super. Also ich finde es super. Ich finde auch vom Design her, finde ich diese Integration auch, also mich spricht er persönlich an. Also wir haben schon Visitenkarten ausgetauscht vorher. Noch was ganz anderes zum Schluss.
Ein Freund von mir, der sagt, der nennt die Elektro, die E-Bikes nennt er Atomvelo. Was sagen Sie dazu? Er sagt, der Stromverbrauch, der nimmt sowieso schon zu und mit all den E-Bikes nimmt er noch viel mehr zu. Was sagen Sie dazu? Ja, was das Ding da für Energie braucht, das ist 0,0 irgendwas und ich denke, man darf nicht einfach Ausreden haben und sagen, ja, das ist Kohlenstrom oder Atomstrom. Wenn jeder in der Branche, egal ob das in der Energiebranche oder in der Transportbranche oder in der Lifestyle-Branche einen Schritt weitermacht, wenn man zusammenarbeitet, dann geschieht eben etwas. Und wenn man immer sagt, ja, das ist eh so und das ist eh so, dann passiert nie was. Also wir produzieren hoffentlich die besten Fahrräder, die jungen und die trendbewussten, effizienten Leute ansprechen oder intelligenten Leute ansprechen, um von A nach B zu fahren. Und haben als Zusatz Solarpanels auf all unseren Fabriken, übrigens auch in Asien, raufgemacht, dass wir da die Batterien und unsere Produktion mit Sonnenenergie betreiben können. Ja, was haben Norwegen und die Schweiz gemeinsam? In Norwegen fährt der Kronprinz einen Tesla und in der Schweiz die Kronprinzessin, oder besser gesagt, die Bundesrätin Doris Leuthard. Da hören die Gemeinsamkeiten zwischen der Schweiz und Norwegen punkto Elektromobilität schon bald auf. Heute würde kaum jemand sagen, die Schweiz sei ein Paradies der Elektromobilität. Von Norwegen hingegen wird das sehr wohl behauptet und das mit Fug und Recht. Wie hat Norwegen das geschafft und zu welchem Preis? Das norwegische Elektroauto-Märchen, das erzählt uns jetzt Erik Fiegenbaum. Er ist Elektromobilitätsexperte am Institut für Verkehrsökonomie in Oslo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Abend. So, mein Name ist Erik Fiegenbaum. Ich forsche am norwegischen Institut für Transportökonomie, which is ein verkehrswissenschaftliches Forschungsanstalt. Ich habe mich auf Elektromobilität spezialisiert. Das Institut ist eine unabhängige nationale Stiftung und beschäftigt etwa 70 Forscherinnen und Forscher. Rechts auf dieser Folie sehen Sie eine Elektromobiltankstelle im norwegischen Gebirge. Das vermittelt einen Eindruck davon, unter welchen Bedingungen die Elektrofahrzeuge in Norwegen verkehren müssen. Die Folie links zeigt die Marktanteile von Elektromobilen, EV, in den Jahren 2010 bis 2014. Die vordere Reihe zeigt die Anteile vom Jahr 2010 und die hintere Reihe die Anteile vom Jahr 2014. Im vergangenen Jahr betrug der Marktanteil der Elektromobile in Norwegen über 12%. Dieses Jahr ist es sogar 18% in Januar und Februar. Abgesehen von Island lagen die Marktanteile im übrigen Europa unter 1%. Bei den sogenannten Plug-in-Hybriden, Hybridautos, deren Akkumulatoren zusätzlich über das Stromnetz extern geladen werden können, führten im Jahr 2014 in Europa die Niederlande, gefolgt von Schweden und Norwegen. Die Marktanteile von Elektromobilen und Plug-in-Hybriden in der Schweiz sind gering, aber das ist so wie Resten von Europa. In der Region Oslo fährt heute eines von 30 Fahrzeugen elektrisch und ist am El-Kennzeichen leicht zu erkennen. 42% dieser Fahrzeuge sind Nissan Leafs. Andere populäre Fahrzeuge in der Flotte sind das Tesla Model S, Mitsubishi i-MiEV, inklusive die Citroën- und Peugeot-Varianten, Volkswagen i-Up und auch das BMW i ist ein populäres Fahrzeug und dieses Jahr auch das Volkswagen Golf. Welche Eigenschaften zeichnet einen typischen Elektrofahrzeughalter in Norwegen aus? Die Elektrofahrzeughalter führen einen Mehrpersonenhaushalt mit mehr als einem Fahrzeug. Sie leben in Städten und der Agglomeration. Sie pendeln weitere Strecken, haben eine höhere Ausbildung und sind jünger als der durchschnittliche Fahrzeughalter.
Und das Elektromobil wird zum Alltagsfahrzeug. Die geringeren Unterhaltskosten sind der Hauptgrund, um ein Elektrofahrzeug zu erwerben. Daneben spielt aber auch das Interesse an Technik und Umweltschutz eine Rolle. Die meisten Elektroautobesitzer werden sich wieder für ein Elektrofahrzeug entscheiden. Elektromobile kann ich überall im Alltag sehen. Bei meiner Arbeit, wenn ich meine Kinder von der Schule abhole. Ich wohne in einem typischen Vorort, da wo der rote Punkt ist, das ist mein Haus. Die gelben Punkte markieren Nachbarn, die ein Elektroauto besitzen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich der Einzige dieser Veranstaltung bin, der neun Elektrofahrzeugbesitzer in seiner unmittelbaren Nachbarschaft hat. Familien, Freunde und Nachbarn mit Elektrofahrzeugen fördern insgesamt die Wahrnehmung, das Verständnis und die Akzeptanz für Elektromobilität in Norwegen. Der Vergleich zwischen der Schweiz und Norwegen zeigt, dass die Schweiz etwa dichter bevölkert ist und entsprechend über mehr Fahrzeuge verfügt. Die Motorisierung und die Parkplatzverfügbarkeit sind aber in etwa gleich. Der Strommix ist in beiden Ländern CO2-neutral, während Norwegen nahezu vollständig Wasserkraft verbraucht und die Schweiz zu großen Teilen von Atomstrom abhängt. Geografisch unterscheiden sich die beiden Länder sehr. Norwegen erstreckt sich über 2000 Kilometer von Norden nach Süden, wobei 90% der Bevölkerung im Süden des Landes leben. Nur zum Vergleich, wenn wir Norwegen von Norden nach Süden umklappen, würde es von der Ostsee bis nach Rom reichen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Elektrofahrzeuge überall verkehren können, wenn sie in Norwegen mit den langen Distanzen und dem rauen Klima zurechtkommen. In den 90er Jahren war die Schweiz sehr fortgeschritten in der Entwicklung des Elektrofahrzeugmarkts und es war beeindruckend zuzusehen, wie Fahrzeuge von Horlacher in Leichtbauweise in der Schweiz verkehrten. Sie kennen vielleicht Max Horlacher, den Schweizer Elektrofahrzeugpionier, der nicht weit von hier in Möhlin seine Werkstätte hatte. Verschiedene Faktoren trugen zur erhöhten Aufmerksamkeit in der Schweiz bei. Bei der Tour de Sol handelt es sich um ein Wettrennen, zunächst der Solarmobile und später alle Elektrofahrzeuge. Es wurden Solarmobilausstellungen organisiert, die eine Handvoll Norweger inspirierte, die ersten Elektrofahrzeuge zu importieren. Und hier sie sind. Aha, die Popgruppe, an das Bild an der linken Seite. Eine Umweltschutzorganisation sowie ein Solarenergie-Pionier. Sie erkündigten sich, ob auf die Fahrzeugsteuer auf diese Fahrzeug verzichtet werden könne und erhielten diese Ausnahmeregelung. 1996 wurde die Ausnahmeregel gesetzlich verankert. Und das war der Anfang der Elektromobilität in Norwegen. Sie können sehen, wie das ein ständiges Wachstum bis 2010 war und dann eine sehr rasche Wachstum seit 2010, weil es viele neue Autos auf den Markt gekommen hat. Dieses erste Elektrofahrzeug wurde von den Popstars und der Umweltschutzorganisation quer durch Oslo gefahren, ohne die Straßenmaut zu bezahlen. Schließlich resultierte eine so hohe Rechnung, dass das Fahrzeug konfisziert und versteigert wurde, um die Mautschulden zu begleichen. Umweltschützer ersteigerten das Fahrzeug und starteten eine neue Runde. Infolgedessen wurde in 1997 auch die Ausnahmeregelung für die Straßenmaut für Elektrofahrzeuge in ganz Norwegen gesetzlich verankert. Die Stadtverwaltung von Oslo wollte für Elektroautos freies Parkieren und Aufladen der Batterien ermöglichen. Nach starkem Druck auf die Regierung wurde das Parkgesetz 1999 geändert, um dieses zu ermöglichen. Dazu kam eine Ausnahme von der Mehrwertbesteuerung und ein niedriger Steuersatz von Firmenwagen, um die wachsende E-Fahrzeugindustrie in Norwegen zu unterstützen. We think the Ford damals gehörten.
Die Fahrzeugsteuer und die Mehrwertsteuer auf Benzinfahrzeuge verteuern heute diese auf das Niveau der Elektrofahrzeuge. Der Volkswagen-App mit Elektroantrieb würde somit zur Norm. Das Mehrwertsteuer in Norwegen ist 25%, nicht 8% wie hier. Ein weiterer Anreiz war die Erlaubnis, mit Elektrofahrzeugen die Busfahrbahn benutzen zu dürfen und im Gleichzug die abgasträchtigen Minibusse zu verdrängen. Günstige Fährpreise war ein weiterer Anreiz. 2009 verursachte die Bankenkrise große Ängste vor einer Rezession. Der norwegische Staat startete mit 6 Millionen Euro ein Arbeitsmaßnahmenprogramm, um Elektriker mit der Einrichtung Stromtankstellen zu beschäftigen. Gesetzlich sind alle diese Maßnahmen im Klimaschutz verankert mit dem Ziel, bis 2020 bei neuen Autos durchschnittlich unter 85 Gramm pro Kilometer zu kommen. Die Incentiven bleiben unverändert bis 2017 oder 50.000 E-Autos auf die Straßen sind. Und das passiert wahrscheinlich diesen Sommer. Und in der Schweiz, so wie ich es sehe, will die Schweizer Regierung die Einführung der Elektrofahrzeuge den Marktkräften überlassen. Die Regierung übernimmt keine führende Rolle bei der Installation einer nationalen Ladeinfrastruktur. Der Fokus liegt in der Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Elektromobilität und den nötigen öffentlichen Infrastrukturen. Es gibt in der Schweiz deshalb viel weniger politische Anreize als in Norwegen und der Staat legt den Schwerpunkt eher auf die Vermittlung zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Die Mehrwertsteuer ist tief, was gut ist, weil die mit einem Elektrofahrzeug verbundenen Extrakosten sonst noch höher wären. Der 4% Rabatt auf der Fahrzeugsteuer ist nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass ein Elektroauto um 50 bis 100% mehr kostet als ein gewöhnliches benzinbetriebenes Auto. So wird der Fahrzeugwachstum in der Schweiz weiterhin niedrig bleiben, auch deshalb, da es nur einzelne von jeweiligen Kantonen abhängige Anreize gibt. Sollte der Bundesrat mehr machen? Ich überlasse es Ihnen, darüber zu diskutieren. Der Schweizer Großversuch mit Leichtelektromobilen in Medrisio von 1995 bis 2001 war sehr anspruchsvoll zu seiner Zeit. Angestrebt wurde ein Fahrzeuganteil von 8% der gesamten Fahrzeuge in Medrisio. Erreicht wurden schließlich 1,8% in einer nachträglich ausgeweiteten Versuchfläche. Ich bin erfreut darüber, angekündigt zu dürfen, dass Norwegen heute in Sachen Elektromobilität einem nationalen Großversuch gleichkommt. Sie können sehen, dass in Norwegen jetzt 1,8% aller Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride und die meisten davon sind Elektrofahrzeuge. So diese Karte illustriert die Verteilung der Elektrofahrzeuge in die 430 Gemeinden zwischen Dezember 2008 und Oktober 2014 als prozentualer Anteil an der gesamten Fahrzeugflotte. Gemeinden ohne Elektromobile sind schwarz eingetragen. Wenigstens ein Fahrzeug bis 0,05% wird mit blau illustriert. Und so geht es weiter mit rot, orange, gelb, hellgrün, grün und dunkelgrün, was einen Anteil über 8% indiziert. In 2008 war der größte Anteil Norwegens noch schwarz eingefärbt. In 2014 gibt es nur noch wenige Gemeinden ohne Elektromobile. Und wenn, sind diese in sehr isolierten und kalten Landesregionen anzutreffen. Die Fahrzeuge verteilten sich von den Städten ausgehend radial und auf in Gegenden, die eher unwahrscheinlich gewesen wären für die ersten Elektrofahrzeugpioniere. Einige Beispiele. Die Städte liegen bei 2-3% von den Fahrzeugen, die elektrisch fahren.
Erinnern Sie sich an das Ziel von Mendrisio? 8%. Die dunkelgrünen Gemeinden mit über 8% sind in Norwegen kleine Inseln, Finnøy und Averøy. Wieso der hohe Elektrofahrzeuganteil? Sie haben eine sehr teure Straßenmaut, eine Tunnelverbindung unterkehrt die See und verbindet sie mit dem Festland. Das bringt Ersparnisse von 2.000 bis 3.000 Euro pro Jahr für einen Elektrofahrer. Hier sind noch andere Gemeinden mit hohen Anteilen. Asker, wer auf der Busspur nach Oslo fährt, spart 35 Minuten Pendelzeit pro Tag in der Busspur. Und Frongen hat auch eine Busspur. Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen beweisen Elektrofahrzeuge tagtäglich ihre Fähigkeit als alltagstaugliches Fahrzeug, jeden Tag. Die meisten Pendelstrecken sind machbar mit den Reichweiten eines Elektrofahrzeuges. Zum Beispiel der Arbeitsweg, das Tätigen der Einkäufe und Kindertransporte. Klar ist, Elektromobilbesitzer planen ihre Fahrten besser. Reicht man eine Batterieladung? Wie kalt ist es? Mit Standheizungen wird vorgesorgt, dass das Auto genügend warm ist und dass Batterie für die Fahrleistung gespart wird. Ist es trotzdem nicht möglich, die geplante Fahrt mit dem Elektrofahrzeug zu unternehmen, tauschen viele Familien untereinander die Autos für die unterschiedlichen Wegstrecken. Sollte die Batterie auf der Fahrt tatsächlich knapp werden, stehen verschiedene Sparmaßnahmen zur Auswahl. Heizung verringern, energetisch sparsam fahren und schlussendlich gibt es immer noch die Schnellladestationen unterwegs. Dieses Bild spricht für sich. Besuchen Sie uns an unserer Konferenz in Oslo im Juni. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie würden also sagen, wenn die Schweiz so weitermacht wie bisher und der Staat nicht mehr fördert, wird sich die Elektromobilität in der Schweiz auf Ebene Autos nicht durchsetzen? Es wird langsam vorangehen, glaube ich. Das Wachstum wird langsamer als in Norwegen. Es wird nicht diese große Steigung. Das ist nicht möglich zu erreichen ohne mehr Incentive, glaube ich. Was würden Sie denn sagen von diesen Maßnahmen, die Sie genannt haben, die der norwegische Staat durchgeführt hat? Was ist die wichtigste oder was würden Sie der Schweiz empfehlen? Was ist die erste, die wichtigste Maßnahme, die gemacht werden muss? Also in Norwegen ist es selbstverständlich, dass Mehrwertsteuerausnahme das Wichtigste, weil die Mehrwertsteuer ist also 25%. Und dann ist die Straßenmaut sehr wichtig, weil in Norwegen gibt es Straßenmauten überall, also im ganzen Land, im ganzen Staat gibt es Straßenmauten und die sind auch ganz teuer. Und früher waren das Busspur sehr wichtig, aber das ist nur wichtig in ein paar Gemeinden. Nicht in ganzem Land, es ist in ein paar Gemeinden, einige Gemeinden in das Oslo-Area haben einen großen Vorteil mit der Busspur, aber das ist auch jetzt, es ist eine große Schlange von Elektroautos in die Busspur jetzt und ich schätze, dass in einem Jahr ist das Möglichkeit vorbei, einige Strecken in das Busspur zu fahren. Also vermutlich fluchen die Busfahrer in Norwegen über die Elektrofahrzeuge. Ja, die Buschauffeure sind nicht zufrieden. aber das ist so das letzte Jahr, wenn die große Steigerung. Also früher war es kein Problem, aber jetzt ist das so auf die Kapazitätsgrenze. Und es ist jetzt viel mehr Diskussion in Norwegen über die Incentive als bevor.
Sie sagen, dass entweder im Jahr 2017 oder wenn die 50.000 Fahrzeuge erreicht sind, dass dann über die Steuervorteile neu diskutiert wird. Und Sie sagen, das ist vermutlich diesen Sommer bereits soweit. Was passiert dann? Welche von den Maßnahmen wird zurückgefahren und welche wird beibehalten? Na, das ist für die Politiker zu diskutieren und diese Diskussion ist unterwegs, weil sie sollen das präsentieren in das revidierte Nationalbudget, die im Mai oder Juni publiziert ist. Und dann werden wir sehen, was die Strategie ist. Aber im Parlament muss die Regierung mit zwei Partien kollaborieren, ja, zusammenarbeiten, mhm. Die ganz positiv für Elektromobilität sind. Und ich glaube, dass die meisten Anreise werden verlängert, aber also das Busspur ist das Erste, das nicht weitergeführt können an einige Strecken. Also die norwegische Bevölkerung und Politik, die ist offensichtlich bereit. Ich habe da Zahlen gelesen, die gehen in die Milliarden. Es kommt sehr darauf an, wir haben es vorher diskutiert, wie man rechnet. Hunderte Millionen oder Milliarden, die letztlich der Staat investiert oder über Steuererleichterung eben nicht einnimmt. Da ist ein Konsens vorhanden in Norwegen, dass man das machen will. Ja, also das ist in der Klimapolitik verankert und in diesem Dokument steht es fest, dass die Anreise bleibt bis 50.000 Elektroautos auf den Straßen sind oder 2017. Und das Gesamtwert von diesen Incentiven ist so etwa 300 Millionen Euro diesem ja, aber das ist nicht alle Kosten für die Regierung. Also das ist auch das seit die Leute, die in die Busspur fahren, also das Gewinn für diese Leute. Und es ist auch viel einfacher, eine Steuer nicht so einnehmen, als eine Subvention Gewalt. Oder, ja. Thomas Pinkeli, Sie sind nicht Politiker, aber Sie kennen die Verhältnisse in der Schweiz. Was würden Sie sagen, welche von den Maßnahmen, die da in Norwegen durchgeführt wurden, um die Elektromobilität zu fördern, welche hätte in der Schweiz eine Chance? Ja, ich bin grundsätzlich gegen Subventionen oder große Subventionen, so, aber ich kenne mich in der Politik, wie du gesagt hast, zu wenig aus. Ich finde schon, Vorteile bieten bei der Infrastruktur, über Tankstellen, über eigene Spuren und so, das finde ich den Anreiz, oder würde ich den Anreiz für die Schweiz finden. Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass da Norwegen einfach, es sticht ja heraus als Beispiel in ganz Europa, dass da Norwegen einfach, dass die Bevölkerung, die Politik einfach bereit ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen oder eben weniger Geld einzunehmen, also das so zu subventionieren? Und das funktioniert, da ist einfach in anderen Ländern der Konsens nicht da, oder was würden Sie, wie schätzen Sie das ein? Ja, also in Deutschland war ja immer das Ziel, sich als Leitmarkt und Leitanbieter zu positionieren. Ich würde jetzt Norwegen als Leitmarkt bezeichnen. In Deutschland sind wir eher ein Leitanbieter geworden, weil dort die staatlichen Gelder eher in die Forschung und Entwicklung gelenkt wurden und in den Kompetenzaufbau. In Norwegen ging es eher in die Marktsubventionen. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass, glaube ich, die Strategie richtig war, jetzt erstmal zu versuchen, den Kompetenzaufbau voranzutreiben, gute Produkte auf den Markt zu bringen, bevor man eben subventioniert und dann eben auch Produkte subventioniert, die vielleicht noch nicht das halten, was sie dann eigentlich versprechen. Aber in Deutschland ist die Kurve nicht so, sondern in Norwegen. Darum sage ich, wir sind sicherlich kein Leitmarkt. Da können wir einiges von Norwegen lernen, aber ich glaube, wir haben inzwischen jetzt
eine Forschungslandschaft und eine Produktionslandschaft aufgebaut, die uns jetzt in die Lage versetzt, Produkte anzubieten, die wir dann auch nach Norwegen verkaufen können. Und dann können die deutschen Unternehmen von diesen norwegischen Subventionen profitieren. Norwegen ist ja auch ein reiches Land, da haben wir nicht allzu schlechtes Gewissen. Vielen Dank für den Moment. Die EBL hat das Thema des heutigen Abends ja nicht ganz zufällig gewählt. Nicht nur, weil es sie einfach interessiert und sie das Thema noch spannend findet, sondern weil sie selber beschlossen hat, aktiv zu werden in diesem Bereich. Ähnlich wie Frau Merkel in Deutschland, die ja das Ziel ausgegeben hat, bis im Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen sehen zu wollen, ähnlich nicht in der Dimension, aber auch mit einem Ziel bis im Jahr 2020 will die EBL, Herr Steiner hat es vorher gesagt, 10.000 Autos, Elektroautos auf Baselbieter Straßen sehen. Warum springt die EBL auf diesen Zug auf? Wie will sie diese Ziele erreichen und auf welcher Basis hat sie das auch entschieden? Die Antworten dazu gibt Tobias Andrist, Mitglied der Geschäftsleitung der EBL. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut uns außerordentlich von der EBL, dass so viele Leute gekommen sind, um das interessante Thema, das wir heute hier diskutieren, mitzuverfolgen. Das zeigt uns, dass wir doch mit dem Thema und dem Anlass einen Punkt getroffen haben, ein Bedürfnis getroffen haben. Wir sind nicht zu vergleichen mit Frau Merkel, wir sind auch in der Schweiz oder im Baselland nicht zu vergleichen mit Norwegen, wir haben nicht 25% Mehrwertsteuer, die wir uns streichen können oder so quasi subventionieren können, aber wir haben interessierte Leute da, wir sind stark orientiert auf die Nachhaltigkeit. Und das wollen wir eigentlich mit dem Thema hier ausnutzen. Wie Sie wissen, ist die EBL schon seit Jahrzehnten eigentlich in diesen Bereichen der Nachhaltigkeit unterwegs. Wir haben da schon oft informiert, auch in diesem Rahmen, sei es die Tiefengeothermie, sei es unser spannendes und innovatives Kraftwerk in Spanien oder eben das 1000-Jetzt-Programm, wo wir versucht haben, den Kunden, den Haushalten Möglichkeiten zu geben, wie sie ihren Energieverbrauch optimieren können. Das heißt, wir versuchen das zu tun in diesem Raum, wo wir hier zu Hause sind, was in unserer Größe möglich ist, um eben der Zukunft oder den zukünftigen Generationen eine lebenswerte Nachwelt zu überlassen. Und wir versuchen das eben nicht nur in Worten, heute sind viele Worte gefolgt, zu machen, sondern natürlich dann auch in effektiven Taten. Und ich möchte Ihnen kurz erläutern, wie das dann aussieht. Wir sind natürlich ein Unternehmen, das mit offenen und immer wachsamen Augen durch die Welt geht. Und so ist uns natürlich nicht unverborgen geblieben, dass sich die Welt verändert. Nicht nur bei uns im Stromgeschäft, sondern halt in den anderen Branchen. Und wir verfolgen diese Entwicklung immer sehr intensiv. Was wir feststellen, müssen wir schauen, ist, dass sich die Komplexität zunehmend erhöht, also für uns als Energieversorger. Wir hatten früher, zu Monopolzeiten, hatten wir Konsumenten, Verbraucher. Mittlerweile produzieren die Strom und sind Prosumer, also wird eine neue Kundenbeziehung quasi so entstehen. Wir haben dezentrale Produktion, wir haben das ja selbst enorm gefördert, auch in unserer Region mit den Photovoltaikanlagen. Die stellen sehr große Herausforderungen mittlerweile an die Netzbewirtschaftung, die Lastzustände in den Netzen sind nicht mehr so stabil wie früher. Das muss man managen können. Es kommen Batteriespeicher dazu, die man irgendwo integrieren muss. Es kommen virtuelle Kraftwerke, kommen in den Markt, die schweizweit an Regelenergie zum Beispiel anbieten. Das heißt, es wird immer komplexer. Und jetzt kommt noch die Elektromobilität in diese quasi Gleichung hinein. Und wir stellen uns natürlich als Energieversorger jetzt halt die Frage, oder die letzten 100, 120 Jahre war das der Automotor, der Ottomotor jetzt maßgebend, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo die Elektromobilität eigentlich in den Markt stoßt, ist jetzt wirklich diese Idee reif für den Markt. Für uns ist klar,
Natürlich, wenn dem so ist, eben weil wir solche Netze betreiben, weil wir natürlich erneuerbare Energie verkaufen, ist die Elektromobilität für uns ein wesentlicher Punkt. Wir sind zum Beispiel der Überzeugung ganz klar, das ist heute schon gesagt worden, Elektromobilität mit Kohlestrom betrieben ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, unsere Produkte, die wir hier haben in der Region mit dem Standard oder noch besser mit dem Grün, sind natürlich ideale Produkte, um das Elektromobil anzutreiben. Darum stellen wir uns die Frage eben zurück oder in die Zukunft. Ist es nur eine Modeerscheinung oder ist es vielleicht ein Trend, der nachhaltig dableiben wird? Wir haben uns auch gefragt, in dieser Auseinandersetzung, die wir jetzt seit dem letzten Sommer führen, intern in der Unternehmung, was ist die Meinung unserer Kunden? Wie stellen Sie sich zu dieser Elektromobilität? Was wissen die davon? Wie können wir dann eben auch diese Kunden unterstützen? Was ist unsere Rolle? All diese Themen haben wir in einer Analysephase aufgearbeitet und um mal die Frage zu stellen, eben ist das nur eine Modeerscheinung, die mal kommt und dann gleich wieder geht oder nicht, kann man auch so ein paar Fundamentaldaten anschauen. Wenn wir global schauen, haben wir ein enormes Bevölkerungswachstum gehabt von 1950 bis 2010, also von irgendwo 2,5 Milliarden auf über 7 Milliarden und es geht weiter nach oben. Das sind Riesenveränderungen in einer extrem kurzen Zeit. Was das bedeutet, das sind Menschen, die wollen natürlich nicht nur zu Fuß gehen, die hätten gerne ein Velo, die ein Velo hätten, möchten ein Mofa, die ein Mofa haben, möchten natürlich jetzt ein Auto. Man sieht das in vielen Geografien, Südostasien zum Beispiel, wo das extrem in den letzten Jahren zugenommen hat. Konsequenz, auch die Fahrzeuge, die PWs, die nehmen massiv zu. 1950 etwas unter 100 Millionen von diesen Fahrzeugen, mittlerweile 2010 über 1 Milliarde. Und auch das wird nur nach oben gehen. Also die Weltwirtschaft vernetzt sich, überall wird mehr Bruttosozialprodukt produziert. Das fließt natürlich in Konsum, unter anderem eben auch in Fahrzeuge. Und der dritte Treiber, den wir so sehen, was für uns wichtig ist, um zu schließen, ist es nur eine Mode oder ein Trend. Ein langfristiger Trend sind die CO2-Emissionen. Auch das treibt uns als Energieversorger schon seit Jahren um. Auch hier die Kurve radikal nach oben, ohne eigentlich momentan einen Trend irgendwo in einen nachhaltigen Bereich zu kommen. Also hier geht die Reise weiter. Das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die zeigen, irgendwo im Verkehrsbereich am Schluss werden Maßnahmen notwendig sein. Und eine der Maßnahmen, die wir sehen oder die schon gekommen ist, ist natürlich die CO2-Gesetzgebung. Und die CO2-Gesetzgebung in der EU und in der Schweiz, die ist hier ziemlich gleich im Verkehrsbereich, sagt vor, die Neuwagen, die jährlich in den Markt kommen, pro Flotte oder pro Marke, die müssen, deren durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Kilometer muss sinken, und zwar von rund 30 Gramm auf 95 Gramm 2020. Und wer diese Werte über die Flotte dann nicht einhält, der bezahlt eine sehr große Strafe. Und je nachdem halt, wie meine Flotte ist, also mache ich eher sehr große Fahrzeuge oder sehr kleine, kann das in die Millionen oder Milliarden gehen. Und ich gehe natürlich schon ein wenig davon aus, dass diese ambitiösen Entwicklungen, die man jetzt sieht oder von verschiedensten Anbietern, natürlich auch ein wenig von dort getrieben sind. Nicht nur, sicher auch andere Aspekte. Also wir haben hier starke Treiber, die dafür sprechen, dass das langfristig ein Thema sein wird. Wir haben dann eben wissen wollen, wie stehen unsere Kunden dazu und was ist deren Haltung. Wir haben dann mit dem GFS Bern eine Umfrage machen lassen im Kanton Basel-Stadt, Basel-Land und Aargau bei rund 800 Kunden und wollten da diese Punkte abholen. Und ich habe hier ein paar Grafiken, was das Resultat aus dieser Umfrage war. Wir haben mal schauen wollen, okay, wie sieht diese Automobilverteilung aus? Und wir sehen, 15% der Befragten haben kein Fahrzeug, also kein Auto. 51% haben ein Auto und 34% haben mehr als ein Auto, also zwei oder drei. Und vor allem, wenn man über Elektromobilität nachdenkt, dann muss man den Fokus auf das dritte Segment sicher mal zuerst legen. Weil wenn ich zwei Fahrzeuge habe, das zweite ist wahrscheinlich die meiste Zeit zu Hause, dient vielleicht für Einkaufsgänge oder jemanden dann irgendwo hinzufahren, dann ist es dort sehr naheliegend, dass man auf Elektromobilität umsteigt, bevor man vielleicht das erste Auto dann ersetzt. Eine andere Frage war, besitzen Sie ein Elektromobil oder ein Hybridauto? Das hat uns nicht so stark verwundert, wir wussten diese Zahlen eigentlich schon, die meisten haben keins, 98% haben kein Elektromobil. Wir haben dann aber etwas anderes gefragt.
kennen Sie jemanden, der ein Elektromobil hat? Und das war dann schon spannender. 28% der Befragten kannten jemanden, der ein Elektromobil hat. Und nicht, da meinen wir nicht Hybrid, sondern wir haben explizit gefragt Elektromobile. Und das zeigt für uns natürlich, hier ist ein Interessenspotenzial da. Also wenn jemand in der Umgebung ein Elektromobil hat, dann wissen das die Leute ringsum. Bei Ihnen in Norwegen wird das wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder so eine Karte zu Hause hat. Aber hier ist es so, man kennt die Leute. Das heißt, Interesse ist vorhanden. Wir haben dann abgefragt, was sind Pro-Argumente, die für diese Elektrofahrzeuge oder Elektromobilität sprechen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Natürlich wollen wir alle umweltfreundlich sein. Natürlich sind wir alle nachhaltig. Natürlich sind wir alle modern. Das sieht man ganz klar vom Bild. Das sind die dominanten Aussagen. Wenn es um technische Details geht, also Wissen zum Fahrzeug, ist es gleich leistungsstark oder gibt es genügend Fahrzeuge, dann wird es etwas vage oder kippt sogar von der Befürwortung her. Es zeigt uns oder gibt uns ein paar Rückschlüsse, nämlich dass der Wissensstand der Leute um diese Themen noch nicht so ganz gut da ist. Bei den Kontraargumenten war es etwas diversifizierter, was wir sehen. Es gibt viel zu wenig Stromtankstellen, es ist eine viel zu kurze Reichweite vorhanden. Sie sind viel zu teuer. Sie sind teuer, das ist heute noch klar. Sie sind genauso umweltschädlich, was ein wenig mit der anderen Aussage vorhin im Konflikt steht. Das Aufladen dauert viel zu lange und weniger sicher, das ist effektiv nicht ein Argument. Also die Leute scheinen heute schon ein sehr gutes Bild zu haben, ob diese Fahrzeuge sicher sind oder nicht. Was wir daraus ein wenig lesen, sind auch wieder, dass es eigentlich Informationen sind. Also einerseits bei der Reichweite, das Bewusstsein, wie lange fahre ich eigentlich pro Tag, also was für Distanzen mache ich, oder? Und was hat denn mein Fahrzeug, was brauche ich überhaupt an Reichweite in den allermeisten Fällen? Das ist wahrscheinlich noch nicht, den Leuten noch nicht so bewusst. Heute tankt man halt überall, man muss sich nicht darüber Gedanken machen. Die Tankstellen gehören auch dazu. Also wenn man eben sieht, dass ein Fahrzeug 150 Kilometer heute so die normalen kleineren abwickeln und man 40 Kilometer im Schnitt so pro Tag braucht, dann hat man zu Hause eine kleine Home-Charge-Ladestation und das reicht in allen, fast allen Fällen. Idealerweise hat man dann natürlich on board im Auto noch ein Tool, das einem immer die nächste Schnellladestation zum Beispiel anzeigt, sodass man immer die Sicherheit hat, dass man laden kann. Aber auch das, also diese Aussage hier ist klar, dass es ist noch wenig Informationen bei den Leuten angekommen. Das sind so diese Fragestellungen. Wir haben diese Studie gemacht, die wird ab nächster Woche dann auch online bei uns auf der Webpage abrufbar sein für alle, die das interessiert. Wir wollen dort auch möglichst transparent sein und jedem die Möglichkeit geben, von dieser Studie auch zu lernen und eigene Initiativen dann zu starten. Für uns Fakt ist, die Befürwortung der Kunden ist eigentlich sehr groß. Also das ist ganz klar da. Das Wissen ist aus unserer Sicht noch sehr klein und das Interesse ist aber auch wieder sehr groß. Und auf dieser Basis haben wir dann durch den Herbst, Winter versucht, die wesentlichen Elemente zusammenzutragen für unsere EBL-Strategie in der Elektromobilität. Und diese haben wir dann auch im letzten Monat dann verabschiedet und sind jetzt daran, das umzusetzen. Oh, ich habe noch was vergessen, Dorn. Genau, das war komisch. Okay. Eine Frage war noch, soll ein EVU investieren? Ja, Herr Goldo vom GFS Bern hat aber dann uns schon noch gezeigt, die am meisten dafür sind, dass die Energieversorger investieren sollen, das sind die kein Auto haben. Das ist noch interessant. Würden Sie ein E-Mobil kaufen? Da haben 6% gesagt, ja, auf jeden Fall. Also 19% haben gesagt, eher wahrscheinlich, 14% sind indifferent und ein größerer Teil sagt nein. Aber schon diese 6 oder 19%, das sind natürlich auf diese Gesamtmasse, die wir in der Schweiz haben, Riesenmengen. Wir haben das dann auch wieder mit dem GFS etwas genauer angeschaut und wenn man dann wieder spiegelt, wer hat eigentlich schon ein Auto und wer hat ein Fahrzeug, Führerausweis und so weiter, dann ist das Kernpotenzial eher so 4 bis 5% von denen, die wirklich jetzt eigentlich ein Auto kaufen wollen und dann noch ein größeres Erweiterungspotenzial. Aber auch 4% ist eine große Zahl. Da kommen wir zur Vision.
eben wie gesagt, wir möchten mit Taten dieses Thema Elektromobilität weiterbringen. Wir glauben, dass unsere Rolle sehr stark dort sein wird, zu mobilisieren, zu informieren. Wir wollen ein Pionier sein in dem Thema in dieser Region. Wir wollen ganz klar der Ansprechpartner werden für die Öffentlichkeit, für die Gemeinden, aber auch für Unternehmen, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Wir haben dafür zum Beispiel jetzt eine Fachstelle bei uns eingerichtet, dezidiert 100%, ein Mitarbeiter, der sich um das Thema kümmert und als Ansprechperson verfügbar ist. Und wir wollen natürlich idealerweise, wie Mentrisio, die hatten auch solche Ziele, die Region Nordwestschweiz oder Basel-Land als zu einer Vorzeigeregion machen. Die Ziele, Herr Steiner hat es auch gesagt, wir möchten 10.000 Elektrofahrzeuge nicht bis 2018, sondern ca. 20 plus minus auf unseren Straßen sehen. Wir werden dem Thema mit den Ladestationen und Reichweite entgegentreten, indem wir Ladestationen rund 60 Stück in den Gemeinden bauen werden. Wir sind da eng zusammen mit unserem Partner, unter anderem eben auch der Kantonalbank. Und wir wollen mit diesem Partner die Leute von der Elektromobilität begeistern und ihnen das Thema erlebbar machen. Und da haben wir einen Maßnahmenkatalog definiert, der sieht ungefähr so aus. Das Kickoff heute Abend, sind Sie alle an unserer Kickoff-Veranstaltung dabei, herzlichen Dank für das Programm. Dann werden wir diese 60 Ladestationen im Versorgungsgebiet bis 2018 bauen, weil da ist unser Jubiläum, 120 Jahre EBL. Wir werden ein Produkt anbieten für Geschäftskunden, die wiederum eigene VIP-Kunden haben. Diese Geschäftskunden von uns können dieses Produkt buchen bei uns. Das ist ein Mini-Anlass, da bekommt man ein kurzes Referat, wird dann eingewiesen, wird mehrere Fahrzeuge in einer Rundtour testen können. Am Schluss gibt es bei uns auf dem Areal dann wieder ein Apro-Networking. Das ist ein tolles Produkt für all diese Geschäftskunden, die schon 100-mal beim FC Basel waren und auch Swiss Endorse nichts mehr Neues ist. Wir werden natürlich vorausgehen bei uns selbst. Wir haben unsere Flotte analysiert en Detail. Wir haben die Fahrwege dieser Einzelfahrzeuge mit einem externen Partner aufgenommen, haben dann analysiert, welche Fahrzeuge eignen sich eigentlich aufgrund des Fahrverhaltens wirklich für den Ersatz mit Elektromobilen und sind jetzt eigentlich daran, diesen Ersatz vorzunehmen. In diesem Jahr werden wir 5 bis 6 Fahrzeuge von uns und rund 40 bis 50 Fahrzeugen in der Gruppe ersetzen und dann wird es in den nächsten Jahren weiter so gehen. Was wir auch machen werden, eben das habe ich gesagt, die Beratung von Firmen und der öffentlichen Hand. Aber das Beste kommt normalerweise am Schluss und das ist eigentlich das, was ich heute alle dafür bereisen möchte, ist unsere Roadshow Elektromobilität. Was stellt man sich darunter vor? Ich habe das nicht selbst gemalt, aber so ungefähr sieht es aus, nur noch viel besser dann in Realität. Was wir machen werden, ist das Thema Elektromobilität wirklich greifbar den Leuten vor Ort präsentieren. Mit Partnern zusammen, eben der BLKB, mit der Mobiliar, mit den Technologielieferanten, sprich Fahrzeuglieferanten, mit Ladestationenlieferanten. Wir werden vor Ort das erste Mal sein in Sissach am 29. und 30. Mai. Dort kann man eben in diese Fahrzeuge testdriven, so kurze Fahrten, nicht irgendwie eine Stunde oder so. Es werden viele Leute kommen. Aber man kann das Feeling bekommen, eben so die im BMW-Film, wenn sie sagen, und oh, das gibt es dann bei uns alles auch. Man kann das ausprobieren. Wir haben aber eben die Technologie- und Fahrzeuglieferanten, wo man sich dann informieren kann. Nachdem man mal die Emotionen getankt hat, darf man dort dann die Informationen abholen. Was kostet das Fahrzeug? Was ist die Reichweite? Wie beschaffe ich so eines? Und so weiter. Wie muss ich es laden? All diese Informationen können dort vor Ort an diesem Anlass, Tagesanlass, dann abgeholt werden. Und natürlich sind wir präsent mit der BLKB und der Mobiliar und beraten natürlich gerne über andere Themen natürlich auch, die wichtig sind, zum Beispiel eben die ganze Photovoltaik-Geschichte, Netzeinspeisung und so weiter. Der nächste Anlass wird dann in Pratteln im September stattfinden. Das Datum ist noch nicht fixiert, aber der Ort. Und dort werden wir das repetieren und in den nächsten Jahren wird es so weitergehen. Also wir werden solche Anlässe jetzt kontinuierlich weiter pflegen, um eben den Leuten das Thema nahe zu bringen. Und ich glaube, so farbenfroh sollte es ungefähr sein und ich hoffe, dass Sie vollzählig und zahlreich an diese Anlässe kommen. Und wenn Sie finden, das, was eBay hier macht, ist eine gute Sache, dann, und Sie haben Facebook, dann wäre es super, wenn Sie uns auf Facebook liken würden zum Beispiel. Das war kurz von unserer Seite. Wir sind überzeugt, dass das Thema Elektromobilität nicht so ein
ein schneller Quick-Win-Thema sein wird. Wir sind eine Genossenschaft, die schon über 100 Jahre hier ist in der lokalen Versorgung. Wir sind nicht profitorientiert, sondern zu einem sehr stark nachhaltig orientiert. Und wir sehen unser Engagement natürlich neben dem geschäftlichen, eben Netze, Energieversorgung, ganz klar auch in dem Bereich, dass wir in dieser Region jetzt etwas anstoßen und mit Partnern zusammen in Bewegung setzen, was dieser Region dann auch wieder etwas bringt. Von dem her gesehen, herzlichen Dank für das Interesse und ja, ich bedanke mich. Ich habe ja ein bisschen ich bin da umgeben von einer Anzahl überzeugter Elektromobilitätsbefürworter. Ich habe ein bisschen die Rolle des Advocatus Diaboli. Ich sage, die EBL macht das nur, weil sie mehr Strom verkaufen will. Also das ist natürlich jetzt gemein. Wir wollen eigentlich nicht einfach mehr Strom verkaufen, sondern besonders teuren Strom. Was sagen Sie, Herr Steiner? Ja gut, wie es Tobias gesagt hat, sind wir nicht gewinnmaximiert getrieben, sondern es ist eine Genossenschaft, wir sind für unsere Kunden da und da ist es unsere Verantwortung, dieses Thema aufzunehmen. Also es würde mich stark wurmen, wenn wir in 5 Jahren feststellen müssten, dass wir diesen Zug verschlafen haben. Das ist unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Sie werden etwa 60 Ladestationen, wie geplant, aufbauen wollen. Das sind Investitionen von etwa 600.000 Franken. Kann sich das die EBL leisten? Und rechnet sich das irgendwie? Ja, das müssen wir uns leisten. Das sind wir der Umwelt schuldig. Und da kommt natürlich unser Genossenschaftsgedanke hervorragend. Dafür sind wir da. Ist auch bei erneuerbaren Energien. Obwohl, ich muss nochmals betonen, wir sind nicht nur erneuerbare Energien getrieben, auch die konventionelle Energie ist sehr, sehr wichtig für uns. Und leider geht das zurzeit komplett verloren, die Wasserkraft zum Beispiel. Aber wir treiben voran, für den kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Da wollen wir unseren Anteil bieten dazu. Mhm. Ich sehe, dass wir in der Zeit so ein bisschen im Rückstand sind und der Apero wartet und Sie haben sicher alle Hunger. Darum mache ich schnell weiter. Am Publikumsaufmarsch heute Abend sieht man, dass das Thema Elektromobilität richtiggehend elektrisiert. Und darum interessiert mich jetzt, wer von Ihnen hat eigentlich selber ein Elektroauto zu Hause? Bitte Hand erheben. Das sind einige. Vielleicht... Sind das reine Elektrofahrzeuge oder wie sieht es aus, wenn die Hand heben, die ein Hybridfahrzeug haben? Dann sind es noch ein bisschen mehr. Es ist so etwa ein Dutzend. Darf ich jemanden von Ihnen fragen, der so ein Auto fährt, wie er mit der berühmten Reichweitenangst zurechtkommt? Wer berichtet aus seiner Erfahrung hier? Flügel Granold, ich habe einen Opel Ampera. Und er hat einen Range-Extender, aber unter der Woche benötige ich den gar nicht. Also ich fahre wirklich bis zu 80 Kilometer weit und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Dann noch eine ganz kurze Anmerkung. In meinem Haus investierte ich in Dreifachverglasung, in eine Photovoltaikanlage und in eine Pelleheizung. Ich erhielt vom Kanton und von der Gemeinde Pratteln sogar Fördergelder etwas. Aber für meinen Opel Ampera zahle ich seit dem 3. Jahr gleich viel Steuern wie für ein Benzinauto. Und ich denke, da ist der Kanton Basel, Baseland, ein Entwicklungskanton par excellence. Das wäre es. Danke. Ja, was denken Sie über das Thema Elektromobilität? Was denken Sie über das, was die Referenten uns gesagt haben? Haben Sie Kommentare oder Fragen? Dann haben wir jetzt etwa eine Viertelstunde Zeit, das entgegenzunehmen und hier auf dem Podium zu diskutieren. Der Herr von Norwegen hat diese Steigerung ja dargestellt. Wer sind in Norwegen die Gegner von Elektromobilität? Also
Es gibt da eigentlich keine Gegner, also es gibt einzelne Forscher, die gegen Elektromobilität sind, aber die meisten von den Politikern und Gesellschaften und Milieuorganisationen, die sind alle positiv. So es gibt nicht so viel Opposition über diese Politik, aber es ist jetzt auf ein Niveau gekommen, wo man die Kosten ist viel größer geworden über die Anreise. Und es ist also jetzt viel Diskussion über was sollte weiter wie es weitergehen soll. Ja. Ich habe gelesen, dass es so eine Tesla-Diskussion gibt in Norwegen, die jetzt begonnen hat. Also die Frage, ob letztlich der Staat oder die Gemeinschaft vor allem reiche Leute, die sich eben einen Tesla leisten können, subventioniert. Ja, also es war wenig Debatt, wenn es so nur kleine, so etwas unschuldig aussehenden Elektroautos in das Busspur, aber wenn die Teslas in die Busspur gekommen ist, dann ist das mehr Diskussion. Das ist sicher. Ja. Wer hat die nächste Frage? Da relativ vorne. Mein Name ist Beat Fehr, ich komme aus Bettingen. Ich fahre seit 3 Jahren einen Elektroroller. Sie haben hier Velos, Sie haben hier Autos, aber im Elektrorollerbereich würde ich mich freuen, wenn nebendran noch ein paar mehr fahren würden. Also wer macht etwas, das einigermaßen günstig ist und gut ist? Da gibt es noch gar nichts. Eine Aufgabe für BMW, wir oder? Wir haben auch einen Elektroroller im Angebot. Die zweite Aussage, nicht so günstig, sag ich mal. Das ist immer relativ. Stromer? Wäre das ein, ja? Wir haben und hatten Projekte in dem Bereich im Moment. Denke ich aber, dass die Gesundheit, die Muskelkraft und die Effizienz mit einem E-Bike besser ist. Sie wissen, dass Bettingen relativ hoch gelegen ist. Ja, Sie müssen das mal fahren, das ist also kein Problem. Darf ich vielleicht noch etwas dazu sagen? Wichtig für mich ist, ich muss einen ganzen Einkaufswagen an Einkauf transportieren können. Das ist beim Elektroroller bei mir sehr weit vorne. Und beim Stromer geht das noch nicht. Warum nicht? Wo kann ich ein ganzes Einkaufswagen voll von irgendeinem Geschäft mit nach Hause transportieren? Der hat auch eine Anhängerkupplung und da können Sie einen Anhänger montieren. Die nächste Frage bitte da in der Mitte, dort. Herr Weibel, Hans-Peter Weibel, Landrat von der SVP. Dankeschön, damit ist ja meine Vorstellung schon bereits erfolgt. Ich fahre seit 2 Jahren Elektroauto. Eine Feststellung muss ich machen, dass das stimmt mit dem überein, dass die Kenntnis über Elektromobilität und was dahinter steckt, tatsächlich noch sehr schlecht verbreitet ist. Auch wenn man über Kosten spricht, ich habe es mal ausgerechnet für mein Auto, ich spare auf 5 Jahre 20.000 Franken ohne Fördergelder, nur weil ich kein Benzin brauche, keinen Service mehr machen muss und so weiter. Also Elektroautos soll man bitte auf eine gewisse Lebensdauer umrechnen und dann kommt es wesentlich günstiger, als man meint. Nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch der ganze Unterhalt ist wichtig. Und da ist eigentlich meine Frage an die Hersteller, weshalb macht man das nicht transparenter? Nachtrag.
Wir haben festgestellt, dass der Kanton Basel-Land alles andere als ein Förderkanton für Elektromobilität ist. Ich bezahle genau gleich viel Steuer wie für ein vergleichbares Benzinfahrzeug. Wir müssen gar nicht nach Norwegen. Schauen wir, was Tessin alles macht in diesen Bereichen. Die machen aktive Förderpolitik im Bereich Elektromobilität. Da kann man in der Schweiz Copy-Paste machen. Also vielleicht seitens des Herstellers, gerade für die Transparenz, die Sie angesprochen haben bezüglich des Preises, also in der BMW-Welt beispielsweise in München, wo wir die E-Fahrzeuge ausstellen, da haben wir genau so einen Rechner, wo man sagt, okay, welche Reichweite hat man, welchen täglichen Bedarf und was sind die Kosten mit einem Dieselfahrzeug beispielsweise oder mit einem Elektrofahrzeug dann, sodass man das einfach mal aufs Jahr hin dann ausrechnen kann und diesen Preisvorteil sichtbar hat. Müsste man vielleicht sagen, aufgrund von dem, was Herr Weibel soeben gesagt hat, dass es eine Informationskampagne, eine Aufklärungskampagne bräuchte, eher als Subventionen? Flankieren Veranstaltung und unsere weiteren Veranstaltungen sind genau dafür da. Damit wir aufklären können und solche Sachen, wie Hans-Peter Weibel sagt, müssen wir dem Volk rüberbringen. Und das ist unsere Aufgabe. Sie sagen, Herr Weibel sagt, Basel-Land, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, ist eine Förderwüste. Was würden Sie, ich hoffe, ich zitiere ihn nicht komplett falsch, was erwarten Sie vom Kanton? Ja, ich habe es dem Regierungsratspräsidenten schon gesagt vorhin und ich habe ja Sabine Begraro, Regierungsrätin, hier gesehen. Sie hören zu und ich habe ihm gesagt, der Kanton Basel-Land soll doch Vorreiterkanton werden. Weil Kanton Basel-Land ist auch Vorreiterkanton geworden mit der Stadt zusammen bezüglich den Kernkraftwerken. Und das war eine sehr unangenehme Sache, nicht nur populär, aber da bei der Elektromobilität, da kann der Kanton Basel-Land eine Vorreiterrolle übernehmen. Und da geht es nicht um Subventionen, da geht es vielleicht um Erleichterungen von Steuern und. Und da ist eine Bitte an die beiden Regierungsräte, das zu Herzen zu nehmen und den Kanton dorthin zu bringen, wo er vielleicht hingehört, bezüglich Elektromobilität. Möchte jemand von Ihnen beiden, die angesprochen sind, antworten? Sie müssen nicht, aber wenn Sie möchten, Frau Pegoraro oder Herr Raber. Geschätzte Damen und Herren, guten Abend. Ich komme ein bisschen später dazu, leider. Ich hätte gerne den Anlass von Anfang an mitverfolgt, aber das, was ich gehört habe, ist sehr interessant. Die ganze Steuerreform. Wir haben unser Verkehrssteuergesetz vor ein paar Jahren revidiert unter dem ökologischen Gesichtspunkt. Das war die gute Seite. Die Seite, diejenigen, also ich habe selber ein Hybridauto, die Hybridfahrzeuge oder die Elektrofahrzeuge eben nicht so gefreut hat, das war die Vorgabe der Politik, Mehrheit der Regierung und des Landrates, dass diese Steuerreform kostenneutral ausfallen soll. Und um diese Vorgabe zu erfüllen, konnten wir bei den Entlastungen für diese verbrauchsarmen Fahrzeuge nicht so weit gehen, wie vielleicht der Kanton Tessin gegangen ist oder andere. Das war das Problem. Ich weiß, bei den ist schwerer als die anderen Fahrzeuge, weil er zwei Antriebe hat. Elektroauto noch schwerer mit einem Batteriepack. Die fahren nicht gut bei dieser Revision, das ist uns bewusst. Aber es war damals der politische Willen, wir mussten das umsetzen. Ich bin aber überzeugt, wenn man da noch ein bisschen weiter Werbung macht für diese sehr umweltfreundliche Fortbewegungstechnik und ich die Regierung noch ein bisschen bearbeite, vielleicht können wir da Verbesserungen anbringen. Aber das war der Grund, dass wir trotz Steuerreform, ökologischer Steuerreform, gerade für diese Gruppe nicht das machen konnten, was sie eigentlich erwartet hatten. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Wenn ich Herrn Reber vorher richtig verstanden habe, sind Sie schon 2 von 5 in der Regierung. Jetzt müssen Sie noch einen überzeugen. Wollen Sie auch noch was dazu sagen oder gehen wir zur nächsten Frage? Da hinten in der Mitte. Ganz hinten. Mein Name ist Hans Wach. Ja. Jetzt hört man mich. Ja. Ich habe eine Frage an die EBL-Geschäftsleitung. Ist das auch ein Thema für euch, elektrisch zu fahren, selber? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich
auch Taten umsetzen will. Und ich möchte auch zu den wenigen Fortschrittlichen hier gehören. Es sind alle fortschrittlich. Ich habe diejenigen, die ein Elektromobil fahren. Und ich werde ab Mitte Juni zusammen, wie Sabine Pecoraro auch, 100% elektrisch fahren. Danke. Sie erneuern ja auch die ganze Flotte. Auf was setzen Sie? Sie sagen Sie persönlich voll elektrisch. Auf was setzen Sie bei der Flottenerneuerung? Hybrid oder voll elektrisch? Also, das muss man genau anschauen. Wir haben natürlich viele Fahrzeuge, die sind in der Region Basel-Land unterwegs. Dort ist es kein Problem, voll auf elektrisch zu gehen. Wir haben natürlich sehr viele Kunden, vor allem bei den Wärmeverbünden, die sind zum Beispiel in Sarnstadt. Dort geht es mit einem reinen Elektriker dann etwas weniger gut. Dort müssen wir schauen, was wir für eine Alternative einsetzen. Also wir sind dort offen, wir schauen einfach wirklich, was ist das Mobilitätsverhalten der Fahrzeuge und dann entscheiden wir uns entsprechend. Sie haben auch durchgerechnet, wie ökologisch am Schluss das Fahren ist, wenn Sie einen Range Extender haben und den oft benutzen. Das ist nicht so vorteilhaft. Also ich glaube, dass ein Range Extender ist wahrscheinlich noch eine gute Sache. Wir haben jetzt gerade ein Fahrzeug getestet, das war ein Golf, wie hieß es? GTE, das war eine Turbo-Granate. Wenn man Gas gegeben hat, hat man gemerkt, die Batterie ist leer. Und dann kam der Benziner und das ist wahrscheinlich nicht so ganz das Ökologischste, was es gibt. Also wir setzen zentral primär auf reine Elektrofahrzeuge in der Region. Dort geht es ohne Probleme. Und für die längeren Distanzen, die wir haben, wird es irgendwo ein Hybrid sein. Wem darf ich das Wort geben? Da vorne? Ich habe eine Frage an den Vertreter von BMW. Das ist nett, dass man schöne Autos baut, elektrisch, fantastisch. Aber wenn man den Absatz, jetzt, vielleicht ist BMW nicht ganz der Partner, aber ich fahre einen Opel Ampera, notabene 100.000 Kilometer mit einem Durchschnittslebensdauer vom Verbrauch, Benzin gesehen, 1 Liter. Also ich habe 100.000 Kilometer mit 1.000 Liter Benzin gefahren. Aber als ich den gekauft habe, hatte ich ein Riesenproblem. Nicht wegen dem Auto, überhaupt nicht. Auch nicht wegen dem Angebot und auch nicht wegen meinem Willen. Aber ich hatte ein Problem, bis ich ein Autoverkäufer gefunden habe, der mir nicht unbedingt einen Diesel verkaufen wollte. Das Auto stand zwar da, wie der jetzt der BMW, ich habe gesagt, das will ich kaufen, ich will nur den Vertrag unterzeichnen. Nee, kaufen Sie besser diesen Diesel da hinten, weil da wissen Sie, was es kostet, da wissen Sie, ob es später zu verkaufen ist. Der ist besser als das, was da drüben steht. Und bei BMW sehe ich eine ähnliche Situation. Was macht die Automobilindustrie, dass sie wirklich den Autoverkäufern sagen, verkauft die elektrischen und nicht die Benziner und die Diesel? Gut. Also wir haben natürlich Training von unserem Personal. Wir haben die sogenannten E-Geniuses, die speziell im Wesentlichen unterrichtet werden, die Bedürfnisse der Kunden abzufragen. Und beispielsweise, wenn jetzt wie jemand wie Sie sagen würde, er würde sich ein elektrisches Auto vorstellen können, dann gibt es auch einfach so eine App, wo man dann mal sagt, legen Sie die doch mal ins Auto und der misst einfach dann mal mit, was Sie fahren. Und danach kann man dann entscheiden, ist das wirklich eine gute Wahl, ein Elektrofahrzeug oder eben kein Elektrofahrzeug. Und so, dass man dann, wenn der Kunde tatsächlich von seinem Fahrprofil her ideal geeignet ist für ein Elektrofahrzeug, den auch darin motivieren und unterstützen kann, damit es hinterher dann auch keine Enttäuschung gibt. Also das ist beispielsweise eine Maßnahme, die wir unseren Vertriebspartnern mitgegeben haben auf den Weg. Kennen Sie das Problem, dass es am Schluss beim Verkäufer harzt? Also ich höre so eine Wortmeldung nicht zum ersten Mal, um es diplomatisch zu formulieren. Am Ende braucht es jemanden, der den Kunden überzeugt, das Elektrofahrzeug zu kaufen. Wir haben es in dieser EBL-Umfrage gesehen. Die Kenntnisse sind nicht so wirklich gut verbreitet. Rund 20%, wenn ich es richtig gesehen habe, haben bei den Nachteilen von der Elektromobilität mit weiß nicht keine Antwort geantwortet. Das ist für eine Umfrage ein extrem hoher Wert, der einfach zeigt, dass die Kenntnisse bei der Bevölkerung nicht so wirklich da sind. Und da kommt es dann am Ende trotz Internet, trotz solchen Veranstaltungen wie hier,
doch auf den Vertriebler an, doch auf den Verkäufer an, der dann aufklären muss, der auch einen Willen haben muss, das Fahrzeug zu verkaufen. Und der Vertriebler hat den Willen, ein Fahrzeug zu verkaufen, wenn die Marge stimmt für ihn. Und die stimmt heute bei den Elektrofahrzeugen in der großen Mehrzahl nicht. Das muss man einfach sagen. Deshalb ist der Vertriebler wenig motiviert, ein Elektrofahrzeug zu verkaufen. Also Marge erhöhen für den Verkäufer, der ein Elektrofahrzeug verkauft. Wird nicht diskutiert. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich denke, noch zwei Fragen. Der Apero ruft. Hier vorne und hier. Das Problem ist vielleicht, dass die Leute im hinteren Bereich eher benachteiligt sind. Vielleicht nachher dann ganz hinten bei dieser Hauptkamera noch. Hier, ja. Zuerst hier vorne und dann dort. Bruno Hähner von Hölsten. Mich würde etwas interessieren, und das ist etwas, was vielen auch auf dem Magen aufliegt. Wie ist die Ökobilanz von der Batterieherstellung, von der Batterieentsorgung? Wie ist die Grauenergie hinten dran? Von dem redet niemand. Der Spiegel hat mal einen Artikel geschrieben, wo es geheißen hat, dass der Prius eigentlich ein Betrug ist, weil am Schluss die Ökobilanz negativ ist. Okay. Also ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Wir haben ein Lifecycle Assessment gemacht für den i3, für den i8, was auch zertifiziert ist von einem unabhängigen Professor. Und da haben wir uns die Ökobilanz sehr genau angeschaut. Und ja, wir haben einen Impact am Anfang, einen Energiebedarf, der etwas erhöht liegt gegenüber einem vergleichbaren Dieselfahrzeug. Das ist einfach der Energiebedarf, der in die Batterie hineingeht. Wenn wir dann die Lebensleistung rechnen, dann ist je nachdem, ob der Strommix rein regenerativ ist, dann ist die gerade, hat die Steigung null, sonst hat die gerade mit dem, was ich, EU-Mix eine gewisse Steigung. Und irgendwann kommt aber dann, weiß ich jetzt momentan nicht auswendig, bei 20.000, 30.000 Kilometern der Schnittpunkt, wo dann bezogen auf CO2 die Ökobilanz besser ist, jetzt bei dem reinen Elektrofahrzeug, inklusive dann auch der Entsorgung der Batterie, als bei einem vergleichbaren Dieselfahrzeug, wenn Sie eine Batterie von dieser Kapazität nehmen. Das, genau, das haben wir auch zertifiziert und uns ganz genau angeschaut. Der Herr dort hinten. Alfred Stöckli von Brattelen. Ich will zurückkommen auf den Slogan Elektromobilität und den so umdeuten. Zurück in die Zukunft. Vor über 100 Jahren war der Elektroantrieb schon der effizienteste Motorfahrzeugantrieb, den es gegeben hat. Es scheiterte daran, dass man kein Speichermedium hatte, das man konnte entsprechend ausbauen. Mittelfristig wird sich der Antrieb der Motorfahrzeuge auf Strom und Wasser basieren. Sauberer Strom aus Wasser, aus erneuerbaren Energien, lokal produziert, gespeichert mit Wasser, Antrieb elektrisch und eben zum Teil mit Wasser im Verbrennungsmotor, mit Wasserstoff. Ich denke, das wird die Zukunft sein. Vielen Dank. Darf ich hier in der Runde noch eine letzte Frage an jeden stellen, ein bisschen zusammenfassend für diese Veranstaltung. Was ist Ihre Prognose? Wird sich die Elektromobilität im Bereich Autos voll durchsetzen? Und wo klemmt es am meisten, beziehungsweise wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Vielleicht angefangen bei Ihnen. Also ich bin überzeugt, sie muss sich durchsetzen, weil sonst kollabiert irgendwann mal die Umwelt. Und die Herausforderung ist ganz sicher mit der Infrastruktur, den Ladestationen, da ist viel Handlungsbedarf angesagt. Also meine Meinung ist klar, langsam aber sicher, das wird nicht ein riesen Schnellstart, aber das wird eine stetige Entwicklung sein. Größte Hürde? Sicher die Kosten, oder? Also die Kosten der Fahrzeuge. Und da ist halt die Frage, was macht die Gesetzgebung? Erhöht sie diese
diesen Druck auf die Automobilindustrie, dass die wirklich liefern muss, und dann kommt das. Und am Schluss ist wie bei allem, auch wie bei Photovoltaik, ist eine Kapazitätsfrage. Sobald Kapazitäten aufgebaut werden, irgendwann werden die Preise dann auch ein wenig sinken. Ja. Herr Fiegenbaum. Also das Beispiel von Norwegen hat gezeigt, dass also die Incentive sind vielleicht wahnsinnig hoch, aber es hat gezeigt, dass Elektromobilität funktioniert im Alltag für alle Leute. Es hat mit zwei Autofamilien angefangen, aber es verbreitet sich auch in Ein-Auto-Familienhaushalte und auch in rurale Gebiete ist das auch am Vormarsch. So, ich glaube, dass es eine mögliche Zukunft ist. Vielleicht für BMW oder für Sie lautet die Frage dann wohl, werden Sie sich durchsetzen innerhalb des BMW-Konzerns? Ja, also wir sind da sehr zuversichtlich, dass insgesamt unseren Szenarien und den Prognosen, also die Elektromobilität, dass es da auch einen Schnittpunkt geben wird, wo die Elektromobilität, der Absatz über die klassischen Verbrennungsmotoren dann gehen wird. Das ist natürlich jetzt schwer vorauszusagen, wann genau dieser Punkt ist. Das hängt von Rahmenbedingungen ab, das hängt von der Forschung, Technologie ab. Auch kombinierbar sicherlich mit Wasserstoff als Energieträger gespeichert, der dann über Brennstoffzelle den Elektromotor antreiben wird. Da sind wir auch in der Forschung dran. Also wir erwarten aber schon in einem realistischen Szenario, dass hier das einen erheblichen Anteil der Zukunft einnehmen wird. Ja, also ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Auch ich glaube, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Wahrscheinlich schneller, als man das jetzt in der etwas skeptischen Diskussion, die inzwischen in der Öffentlichkeit herrscht, vermutet. Größtes Hindernis ist nach wie vor sicherlich der Preis der Elektrofahrzeuge. Wenn jetzt die weiteren Zellproduktionskapazitäten aufgebaut werden, dann werden wir dort einen weiteren erheblichen Preisverfall sehen, sodass sich das Reichweitenthema und das Preisthema mit dem fallenden Batteriepreis erledigen wird. Und dann kommen vielleicht noch ein paar weitere innovative Firmen. Hier in der Schweiz jetzt ein Fahrradhersteller, in den USA vielleicht jemand aus dem IT-Sektor wie Google und Apple auf den Markt, die da ein bisschen neue Impulse setzen. Und dann wird sich das Thema, glaube ich, relativ schnell entwickeln. Ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, am Schluss machen es nicht die Subventionen aus oder die Kampagnen, am Schluss machen es die Produkte und die Innovationen aus. Und am Autosalon war immer das Gespräch auf die Frage, ja, was macht Google, was macht Apple? Und das war am Schluss, das war das die große Billionenfrage, wie die kommen, was die machen und wie die den Markt neu aufmischen. Und ich freue mich in Zukunft nicht mehr selbst irgendwo hinzufahren, sondern dass es das Auto für mich selber macht. Und das denke ich schon, dass das mit Technologie und Innovation und Glauben daran gemacht wird. Ich danke den Referenten herzlich, dass sie hierher gekommen sind und den teilweise weiten Weg unter die Räder oder unter die Schienen, je nachdem, genommen haben und uns mit diesen vielen interessanten neuen Informationen versorgt haben. Und Ihnen danke ich, dass Sie gekommen sind und so viel Interesse gezeigt haben und mitdiskutiert haben. Das Schlusswort, das hat der CEO der EBL, Urs Steiner. Ja, geschätzte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Ich muss noch eine Bemerkung anbringen. Tömmu macht ja nicht nur E-Bikes, er macht auch Mountainbikes. Und wenn er Sie alle einlädt für Raclette-Essen in Oberried, dann ist es sehr gefährlich. Jedes Mal, wenn ich zum Raclette-Essen in Oberried bin, komme ich mit dem neuesten Mountainbike nach Hause. Es sind so teure Raclette-Essen. Wir danken Ihnen für Ihr Erscheinen. Nehmen Sie Kontakt auch mit uns. Informieren Sie sich bei unseren Automobilherstellern in der Region. Wir wollen wirklich dieses Thema intensiv bearbeiten. Ich danke allen Referenten für Ihr Erscheinen. Von weit her zum Teil wirklich herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Ich kriege ein kleines Geschenk mit auf den Weg. Auch Herr Halter, herzlichen Dank für einmal mehr die hervorragende Durchführung. Und Sie, meine Damen und Herren, sind eingeladen, bei den neuen E-Bikes, E-Autos oben den Abreihen zu nehmen. Und herzlichen Dank und gute Heimkehr.